dir das nächste Mal. Ja, ich hatte schon Angst, dass das, wenn der Admin runtergeht, da müsste ich bis nach. Nee, da müsste ich bis nach Nürnberg rollen. Okay, dann ist das schon mal gut. Also, das ist auf der nächsten Heile, mein lieber Freund. Ghost 1, 2 und 3 sollte jetzt komplett da sein, ne? Oh, herrlich. Wer kommt denn da gelaufen? Und ich sag noch, wir sind vollständig. Achso, perfekt. Mach mal kurz das Briefing. Frage vorweg. Hat jeder die, die Frequenzen eingestellt? Also Team 1... Kannst du kurz warten, der Charlie? Ah, gut, du kannst ja, anfangen. Okay. Also jedes Team müsste jetzt auf den Short Range Funkgeräten mal die entsprechende Frequenz, also den Kanal wählen. Das heißt Ghost 1, also mein Fire Team, müsste auf Kanal 1, Ghost 2 auf Kanal 2 und Ghost 3 auf Kanal 4. Stell ich das um? Dann drückst du Steuerung und P, dann geht das Funkgerät auf und dann kannst du gibt es unten so einen Pre-Schalter Plus und Minus und da kannst du die Kanäle vor- und zurückschalten. Du kannst doch aber auch... Für Block geht's doch aber auch einfach, oder? Genau. Ja, geht auch. Aber nur für Short Range. Ich bin jetzt auf Channel 2. Hört mich also jemand so, auf Channel 2? Channel 2 ist... Wenn es nur für Short Range gibt, dann wird das für mich der Grund sein, nur auf Short Range zu bleiben. Okay. Wie geht dann das Funkgerät jetzt wieder weg? Escape. Escape. Hört ihr noch etwas? Auf Kanal 1. Nein. Also ich nicht. Nein, ich hab dich gerade nur so gehört. Also ich bin auf Channel 2. Hört mich jemand? Ja. Channel 2 ist okay. Gut. Bad Guy auf Kanal 1. Ja, ich hör dich. Ja, ich hör dich auch. So, noch kurz einmal, wir haben ein Problem, weil Max immer noch AFK ist, muss jemand den Medic in der ersten Gruppe übernehmen. Ne, in der zweiten Gruppe. Junior 1, 2, 3. Da warten, bis er kommt, also beziehungsweise loslegen und dann dauert ja noch, bis wir im Zielgebiet sind und so. Ja, wenn ihr dann schon umgefallen seid. Ja, okay, können wir auch so machen. So, dann jetzt Briefing. Eins, auf. Zwei, drei, ja, jetzt habe ich dich gehört. Okay, dann Briefing auf der Karte. Wir sind bei dem Marker Basis. Das heißt, wir sind an dem großen Airport mitten auf Altis. Wie der Miami eben schon gesagt hat, wird Ghost 3 zum Speedboat fahren, also zum Pickup-Punkt Speedboat, wird dann zur Endstation Speedboat gefahren und wird dann dort mit der Taucherausrüstung ins Wasser gehen. Vom Wasser aus geht es für Ghost 3 quasi Richtung Südosten. Dort dann aus dem Wasser und euch eine der drei Sniper-Positionen raussuchen. Ihr werdet die erst erkunden müssen. Ob die frei sind, sucht euch, ich hoffe, eine der drei ist frei, sucht euch eine davon. Falls alle drei belegt sein sollten, müsst ihr euch halt was einfallen lassen. Das wäre der Plan für das Sniper-Team. Das, falls es vor uns dort ist, könnt ihr schon mal erkunden mit dem Sniper-Team und dann schon mal Feindkontakte melden und so. Ihr solltet eigentlich vor uns da sein, mit ein bisschen Glück. Hoffen wir mal. Dann kommen wir zu Ghost 1 und 2. Wir werden gemeinsam zum IP vorrücken. Das ist der Insertion Point. Dort werden wir die Hunter abstellen und dann zu Fuß weitergehen. Und zwar wird das Team Ghost 1, also mein Team, zu Sattel 1 gehen, also in diesen Bergsattel rein, auf keinen Fall auf die Bergspitzen, immer nur in die Sättel gehen. Das Team 2 wird zum Sattel 2 gehen, wir werden dann das vor uns liegende Gebiet erkunden und werden dann von dort aus entscheiden, für welche Angriffspunkte wir uns entscheiden. Ich habe schon mal drei eingezeichnet, falls die drei nicht reichen, dort zu viel Feind ist oder irgendwas anderes, dann werden wir das, sobald wir im Sattel sind, uns noch anderweitig umentscheiden.
Wenn wir dann alle in Position sind, also das Sniper-Team auf einer der Sniper-Positionen und die beiden Bodenteams in den Attack-Positionen, dann werden wir auf mein Kommando quasi die Base angreifen. Fragen bis dahin zum Vorgehen? Ne. Ja, wird es dann Feuerüberfall geben? Ja, wird es. Hoffentlich wird es den geben. Also das werden wir entscheiden. Wenn wir dorthin kommen, ohne feuern zu müssen, dann wird es den geben. Wenn wir eh schon im Gefecht sind, dann wird das wahrscheinlich wenig Sinn haben. Aber das werden wir dann entscheiden. Aber normalerweise spielen wir immer so, also zu den Rules of Engagement, schießen bitte nur bei unmittelbarer Bedrohung. Also es ist erstmal kein Feuer frei. Das heißt, nur wenn wir unmittelbar bedroht sind, feuern. Ansonsten Gegner erstmal melden, weil wir weichen dann lieber aus, als dass wir angreifen. Zimbite hätte noch eine Frage, um zum Sattel 2 zu kommen. Ja. Ich dann vor dem Berg lang zu 2 oder darf ich die Straße benutzen? Du darfst die Straße nach Süden benutzen. Da okay. Ist ja noch, also auf keinen Fall vor dem Berg durchgehen, ja. Ne, sondern hinter dem Berg in den Sattel rein. Dass der Gegner uns, euch da nicht sofort sieht. Okay, sonst noch Fragen? Dann würde ich sagen, geht's los. Mein Team, also Ghost 1, boardet den ersten Hunter, Ghost 2 den zweiten, Ghost 3 den dritten. Miami, hörst du mich? Ja. Max fragt, wo wir alle sind, geh mal zu ihm. Okay, muss noch kurz was sagen. Fahrer schon drin bei uns? Nein. Dann fahre ich mal. Muss mir bloß einer sagen. Muss mir bloß einer von uns sagen, wo ich langfahren soll. Bist du nett. Na, entweder fahre ich oder. Wir müssen umdisponieren. Die Hunter sind. Da sind nur 4 Mann Platz. Wir haben jetzt 5 Mann pro Team. Das bedeutet, wir fahren im ersten Hunter sitzt Team 1. Im zweiten Hunter sitzt Ghost 2. Im dritten Hunter sitzen die Reste aus Team 1 und 2, die in den beiden vorderen Huntern keinen Platz hatten. Und in Hunter 4 sitzt das Sniper-Team. Bitte entsprechend umsetzen. Soll ich dazugehen? Wieso komme ich in den ersten Hunter nicht mehr rein? Ich in den dritten? 1, 2, 3, in den hier. Ey. Was sieht? Kann da nur als Fahrer rein. Ey, das ist doch scheiße. Warum ist mein Funkgerät weg? Was für ein also ich bin. Meine kleine Handquetsche, die ist weg. Moment kurz, ganz direkt auf den Berg. Ich stehe auf der Straße. Der Straße ist hinter dir. So, ja, jetzt funktioniert es. Was hast du? Kanal 1, Frequenz? Bin jetzt auf Long Range. Ich funke gleich mal auf Kanal... Achso, hört mich ja eh keiner. Du kannst direkt sprechen. Kanal 4 bin ich jetzt eingestellt. Was hast du für Frequenz? 695. Funktioniert. Ich habe gerade... Ghost 33 an Ghost 31. Wo sollen wir jetzt hin? Ich musste mir erstmal wieder ein neues Funkgerät besorgen. Seid ihr im Hinteren? Ganz das ist bitte melden, wenn, also über Long Range melden, ein paar Pär, wenn ihr beim Schiff seid. Ach schön, ich komme jetzt in
Copy. Das Sniper-Team bitte komplett in den allerhintersten. Ghost 3 musste sich erstmal eine neue Short-Range-Funkgerät besorgen, das war weg. Ich musste mein Team erstmal aus dem dritten abziehen, der sollte jetzt frei sein. Wir sind komplett jetzt im vierten. Ja, ich hatte halt verstanden, wir sollen in den dritten. Ja, nee, war richtig, cool. Aber die mussten irgendwie nochmal umdisponieren, weil die zu wenig Platz da drin hatten. Wo ist denn unser Sani? Glaube ich, immer drin. Warte mal, hinten drin. Wir sind zu dritt. Ah, alles schick, richtig. Alles schick. Wir sind zu dritt. So, wir können eigentlich losfahren, ne? Ja. Eigentlich muss. Alle hier Ghost 1-1 bitte melden, wenn eure Teams komplett eingestiegen sind. Ghost 3. Team komplett im Wagen 4 eingestiegen. 178 musste dann dich links halten Richtung Hafen. Warte mal, ansonsten. Warte. Ich muss mal noch schnell die Long Range auf Long stellen. Hier ist Max, Ghost 2. Max und Junior befinden sich im dritten Wagen. Was ist mit dem Rest von Ghost 2? So, hier war irgendwo Speaker. Ghost 2, hier Ghost 1-1, kommen. Hört ihr lang? Ja. Okay. Ich hab dich gehört, Raskill, aber ich bin nicht Teamlead, ich bin der Medic. Wer ist denn euer Teamlead? Max, hast du eigentlich irgendwie auch noch so einen Rangefinder oder irgendwas in deinem Inventar als Medic? Standby, hier, Ghost 1-1, kommen. Oder haben sie dich da komplett kastriert als Medic und tatsächlich nur so ein... Kann sein. Ja, so ist es. Okay. Ja, ich frag mal, ob wir vorfahren können. Dann würde ich sagen, mach mal kurz. Ganz kurz. Ghost 3 an Ghost 1, können wir losfahren? Wir sind komplett und vollständig. Ja, Ghost 3, ihr könnt losfahren. Copy. Fahren los. So, jetzt kannst du mich dirigieren. Dann würde ich Max nachher aber hier auch noch hier das Vektor 4 geben, was ich habe. Dann hat er nämlich auch eine Möglichkeit noch zu spotten. Weil ich kann sowieso nur entweder durchs SOS oder durchs Vektor 4 gucken. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Du brauchst es ja wahrscheinlich nicht unbedingt. Nee, nicht wirklich. Ja, ich glaube, ich einfach diese Tankstelle durchfahren. Du hast nicht lange überfahren. Ghost 1 und Ghost 2 rücken ab. Wo lang? Wo lang? Ja, ja, wir fahren vor. Wo soll ich lang? Links, rechts? Rechts. Okay. Ich gehe nach oben, ist das okay? Hört sich blöde an, aber... Jojo, ja, nee, ist okay, bis wir da sind. Passt schon. Ja, ist okay. Südosten. Jetzt echt im Südosten. Ist das richtig, ja. Ich folge jetzt der Hauptstraße, bis du mir irgendwas anderes sagst. Ist klar, wir kommen jetzt an der Tanke vorbei. Hauptstraße folgende, rechts lang. Hauptstraße immer folgen noch. Hauptstraße folgen. Ja, links halten, links halten. Links halten? So geradeaus. Ja, ja, Hauptstraße folgen. Also, was weiß ich, die Straße folgen. Okay. Du weißt, was ich meine, geradeaus war das. Ja. Du bist jetzt falsch gefahren. Aber das war die Hauptstraße. Das war die Hauptstraße. Vinny, sorry, ich hab das Verkehrsschild nicht gesehen. Immer geradeaus alles geradeaus. Warte, ich muss. Ja, ich bieg mal kurz hier im Kreis. Ich bieg. Ja, genau. Nochmal umdrehen und wenn wir vorne. Sorry, dass man das verstanden ist, geradeaus. Jetzt bin ich wirklich raus. Ich hab's nicht gerade gehört. Okay, nee, ja, kein Problem. Hier, Ghost 1-1. Wo ist denn der Rest meines Teams? Und hier rechts abbiegen jetzt. Okay. So, jetzt. Und jetzt der Hauptstraße folgen. Ghost 2, hier Ghost 1-1, wo seid ihr? Kommen.
Linie Ghost 2. Ghost 2, seid ihr das hinter uns? Ghost 2 hat sich verfahren. Warte mal, ich glaube, es sind die vor uns. Ist das Ghost 2? Könnte sein. Nee, es ist eine Kolonne. Nee, doch, das sind unsere. Ja. Ghost 3 fährt gerade an euch vorbei, nicht wundern. Ja, verstanden. Von diesem Fall falsch gefahren. Wir waren vorher auch falsch. Auf der asphaltierten Straße. Wir sind falsch gefahren, wir sind aber unterwegs. Ah, dann waren die das von auf der anderen Straße, alles klar. So wie ja, wir. Die hast du auch limitiert mit deinem Manöver. Naja, die wollen ja eigentlich ganz woanders lang als wir. Jetzt müsst ihr bald das in die Linkskurve geben und den Weg geradeaus gehen. Da wollen wir geradeaus weiter. Und noch vielleicht 200 Meter. Ah, okay, alles klar. Ich glaube, ich hab's. Hast du GPS mitgebracht? Nee, hab ich nicht als Fahrer. Hier ist noch nicht mehr, nicht? Nee. Warte. Hier geradeaus, ja, ist richtig, geradeaus. Weiter folgen, ne? Von der Hauptstraße runter, von der Hauptstraße runter. Nicht oder ja? Runter! Geradeaus, auf dem Nebenweg. Ja, ich höre dich. Und jetzt kommen wir nämlich geradezu zum Hafen, zum Pickup. Ah, alles klar. Der Straße, die kann jetzt nirgendwo anders mehr hin als zum Hafen. Richtig, die fährt jetzt. Ja, ich danke also. Dir. Okay, Ghost 2, wir fahren weiter. Ich fahre nur mit Ruderpedalen, es geht eigentlich ganz gut. Das ist immer ein bisschen zu verstecken, ne, oder? Hier müssen wir das glaube ich noch nicht verstecken, jetzt sind wir ja noch mitten im eigenen Gebiet. Du kannst mir hier zwischen den zwei Häusern rechts parken und dann ist gut. Dass du nicht auf der Hauptverkehrsstraße stehst. Ja, ja. Nachher werden wir abgeschleppt, weißt du, weil wir jetzt in der Reihe stehen oder so. Wir sind am Hafen, hier muss doch irgendwo Parkplätze geben. Ach, hier am Kai. Hier, ja, hier links. Genau. Engine aus, get out. Alles klar. So, ich sehe schon unser Speedboot da liegen. Das ist aber bemannt, ne? Ja, kann sein. Gefahren, okay. Ja. Warte mal, dann muss ich einmal nochmal kurz gucken, wie wir hier funken unter Wasser denn nachher. Das sollten wir einmal kurz hier im Hafenbecken checken. Na, im Dings war eine Schlesen davon, dass man es machen kann, ja, aber nicht wie. Ah, warte mal. Wie war denn das? Nee, wenn du zum Beispiel Shift P drückst, da siehst du schon, dass wir das Funkgerät schon haben. Das müsste auf 83.3 eingestellt sein. Mal kurz gucken. Ja. Shift P, 83.3. So, das. Nee, 69.5. Ich hab 38.3. Dann klick mal mit der. Dann klick mal mit der Maus hinter die letzte 3. Lösch das Ganze. Stell dann auf 38.3. Ja, du bist gerade mit Shift P, ne? Warte. Shift P, das ist so ein rundes Mikro. Das ist unser Unterwassermikro. Siehst du das? Warte. Steuerung P. Shift. Übersteuerung. Okay, ja, 38.3. Copy, dann haben wir zumindest unter Wasser schon mal die gleiche Frequenz. Jetzt müsste ich gerade bloß noch mal kurz überlegen, wie man unter Wasser funkt. Moment, kann man hier irgendwo wieder hochkrabbeln?
wenn wir erstmal im Wasser sind. Ich probier's mal kurz. So, seid ihr an Bord? Ja. Willkommen an Bord. Seid ihr bereit zur Weiterfahrt? Warte. Theoretisch ja. Ich weiß gerade bloß nicht, wie wir unter Wasser sprechen. Hat gerade nicht funktioniert. Wir hatten die gleiche Frequenz eingestellt. Nur die Tastenkombi war uns irgendwie weg. Was für ein Tastenkombi habt ihr benutzt? Ich habe alles Mögliche durchprobiert. Habt ihr benutzt? Moment kurz. Control, was ist das für ein Zeichen? Control minus, das gibt nicht. Wenn du auf die Map schaust, ja, kannst du auf Radio gucken. Auswählen, oder? Da kannst du Radio auswählen und dann zeigt dir mir an SRG plus Tilde to talk on underwater receiver. Genau. Aber das hat gerade nicht funktioniert. Ich spring mal kurz nochmal ins Wasser. Hat irgendwie nicht funktioniert, aber fahren wir erstmal schon mal hin, wo wir hin sollen. Ich glaube, die Bude müssen wir trotzdem selber fahren. Ja. Was für ein Kerl sind da sehr vorreichend war? Was wir da mal sehr vorreichend war, das Wasser, haben wir erstmal gleich die Verletzung gefangen. Bist du auf den Rochen gefallen? Schreit mal, sonst höre ich euch nicht. Also mit SDG und Tab könnt ihr ja auf Schreien wechseln. Okay, alles klar. Sorry Leute, ihr seid bei mir rechts abgebogen. Oh nein, meine Verbindung geht flöten. Ein Ghost 2, wir warten, wir haben gerade den Fahrer vom dritten Hunter verloren. Ja, wo hat man das? User left your channel. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Papa, wer hier Ghost 1-1, kannst du mal bitte den Respawn-Punkt zu uns setzen? Wer mein Fahrer ist, hat er disconnect. Verstanden.
Okay, Leute, wir machen eins. Falls wir das jetzt mit dem Funken unter Wasser nicht hinkommen, ihr schwimmt mir einfach hinterher. Nicht zu weit weg. Und ja, einfach alles nur dichte bei mir bleiben. Das sollten wir dann auch hinkriegen. Ich muss mal kurz bloß gucken, in welche Richtung wir, wo wir jetzt sind. Ja, User left your channel. Dann zeichne uns doch einfach mal noch ein Punkt. User ein, joined wo your wir channel. Wollen und zur Not, falls wir uns verlieren, orientieren wir uns dahin. Aber wir sind ja sowieso noch total falsch hier, ne? 194, 198. Wir müssen weiter. Ja, fährst du, wer fährt denn gerade eigentlich? Ich bin auch rein, okay. Okay, ja, fahr mal. Okay. Ach, alles klar, Papa Bär musste gucken. Ja, dann bin ich bei Papa Bär. Okay, gut. Ich schon gewundert. Doch, doch, aber ich habe gerade nicht geschalten, dass du ja dann vielleicht auch die Hand vom Steuer nehmen musst. Ja. Genau. So, mal Kompass checken. Wo wollen wir denn hier? Ich glaube Kompass Richtung Südosten. Du kannst. Hast ja, da ist all auf dem Checktag, oder? Genau, unten diese Kompassrose mit den Namen daneben. Da hast du auch einen Kompass im Notfall. Musst du nicht aufmachen erst. Genau, so fast. Und ansonsten. Irgendwelche letzten Fragen? Das Wasser befindet sich unter euch. Ja, genau, wir müssen fast User joined your channel. Ich will mal kurz was gucken. Tup. 218. Ist ja eigentlich ganz einfach. Wir haben ja da diesen Doppelhügel im Süden. Und wir schwimmen auf den rechten Hügel drauf zu. Da oben drauf ist unsere erste Sniper-Position. Genau, also wenn wir im Wasser sind, ungefähr die Richtung einhalten. Also Richtung Koordinaten 210, 208, da wo diese auf der Karte diese drei Bäume eingezeichnet sind. Okay Leute, ich denke ich bin wieder hier. Copy, na denn, hüpfen wir ins Wasser, ne? Mal dir nach. Ich sitze wieder im Fahrzeug und bin abfahrtbereit.
blub, blub. Thank you.
Stop. Ich check mal kurz. Stop. Okay. Okay. Einen Rundumblick nehmen. Yep. Lass mal unter Wasser. Wir gehen noch ein bisschen weiter rüber hier nach rechts. Nach links. Nur mal rein ins Wasser. Links. Verletzten, das ist leider unser Medic. Wir melden uns wieder, sobald wir einen neuen Status haben. Kommen. Ghost 2, verstanden. Acht besonders auf Gebäude. Haben euren Vollkampf gehört. Okay, Rundumsicherung. Zur Info, die habt ihr das mitbekommen? Die sind gerade schon im Feuerkampf gewesen. Ja, kriege ich gerade mit. So. Mach mal Meldung, wo wir sind und was wir machen. Ghost 1 für Ghost 3. Wir sind gerade angelandet und oberhalb von Sniper Position 3. Arbeiten uns auf Position 3 vor. Out. Okay, weiter geht's. Wollen wir uns hier erstmal unsere Ausrüstung... Ach Quatsch, warte mal, genau. Hier unten auf dieser kleinen Sandbank, genau, das ist ein guter Punkt, den sollten wir immer wieder finden. Den hier. Hier platzieren wir unsere Schwimmausrüstung. Das heißt, ja, aufpassen mit der Ausrüstung. Im Inventar erstmal alles aus dem Taucheranzug rauslegen. Zieht euch mal nacheinander um, damit einer immer ein bisschen Deckung behalten kann. Ich leg dir erstmal einen Ghillie-Anzug noch raus. Okay. Denn solange wie ihr euch umzieht, gucke ich rum. Wenn ihr fertig seid, dann ziehe ich mich um. Bin ich umgezogen? Das schaut mal jemand ja, ne? Ja. Hast du alles Inventar auch mit drinne jetzt rum? Ja, da war nichts drin. Okay, alles klar. Dann übernehmen wir vorne an der Ecke von dem Felsen hier die Sicht Richtung Südwesten. Ich check mal. Yep. Kurze Frage, ihr habt schon zuerst das Zeug aus dem Anzug rausgenommen und das anderen Ghillie angezogen? So war der Plan. Okay. Warum kann ich in diesen leichten Tragegurt nicht anlegen? Hast du noch den Rebrief an? Nein, ich habe einen Ghillie-Anzug an. Der Rebriefer ist das in der Mitte, quasi da, wo der Rucksack ist. Das habe ich auch. Das Tauchgerät habe ich auch abgelegt. Ja, stimmt, liegt hier. Also ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, aber die Weste. Das glaube ich, brauchst du nicht, hast du genug Platz. Ah, jetzt habe ich sie. Ja, okay. Gut, ich habe die komplette Ausrüstung sowieso jetzt im Rucksack drin. Also Tragegurt und Ghillie sind komplett leer. Ja, ist gut. Ich komme an den Ghillie erst dran, wenn sich Ghetto bewegt. Ja, ich
ich nehme schon Sicherungsposition ein. Okay. So. Max, in welche Richtung sicherst du? Richtung Westen. Süd, Südwest. Okay. Dann sichere ich mal Richtung Nordosten, was da halt einfach auf der anderen Seite der Bucht vielleicht ist. Du Scheiße. Was ist das hier für eine Müllhalde? Dich da ausgemistet, Anastasius? Ja, ich pack grad wieder alles um in den Gilly. Nix mopsen. Passt da alles? Nee, alles passt nicht rein. Ich nehme mal aber lieber noch ein Efi mehr Zeug, mit. Ich habe noch ganz viel Platz, also. Dann nimm du mal die Bandagen und das Morphin noch mit. Ich übernehme Sicherung. Ghost 2, hier Ghost 1-1, kommen. Ghost 2, warte mal, die... Hier Ghost 1-1, wir haben jetzt die Satteltasche eingenommen, beobachten das vor uns liegende Gelände im Osten. Wir sehen dort einen feindlichen Ifrit. Okay, dann geht's weiter. Der ist unbewaffnet, bitte den nicht ausschalten. Ghost 2, verstanden, Ifrit wird nicht ausgeschaltet. Wir haben noch gute 100 Meter bis zum Sattel. Okay, welche Formation? Okay, hintereinander weg, mir hinterher. Wir robben jetzt hier im Südosten den Berg hoch. So, einmal schnell über die Straße rüber sprinten. Ghost 3, hier Ghost 1-1. Hört ihr mich kommen? Ghost 1, hier ist Ghost 3. Wir gehen gerade zur Sniper-Position 3 vor. Ausgerüstet, angelandet. Ja, Ghost 1-1, verstanden, Ende. Ghost 3 auch Ende. So, vorhin im Gefecht hat er das nicht mitgekriegt, glaube ich, dass wir hier angelandet sind. Wie läuft man langsam hier? Genau, langsam und kriechend. Also nicht, ja, in der Hocke. Ich weiß nicht, wie das geht. Langsam laufen, wie ist das? Ach so, warte mal, das ist... W und S gleichzeitig einmal drücken. Danke. Genau. Und genauso, um wieder rauszukommen. Geh du mal in der Mitte, ich würde den Abschluss machen. Okay, kurz einen Stop hinlegen. Okay, und weiter. Ja, und weiter. Geduckt. Ja, weiter geduckt. Ist nicht mehr so weit. Ich will bloß hier nicht so eine hohe Signatur bieten. Ja, logisch. Also aufrecht würde ich mich jetzt hier auch nicht hinter den feindlichen Linien bewegen wollen. Lieber immer ihn stoppen, ja. Na, ich guck mal weiter nach Osten hier ein bisschen.
Warte mal, mal kurz, stopp, der zweite ist Max, der guckt nach rechts, wenn wir stehen, ich guck nach vorne und links und Gator nach hinten, immer so im Groben. Ich höre dich nicht mehr. Ey, warte mal. Du guckst nach hinten, du sicherst nach hinten weiter. Ey, mein Funkgerät ist schon wieder weg, mein Short Range. Keine Ahnung, warum es jetzt zum zweiten Mal Scheiße. Weg. Leute, ich habe meinen Funk eingebüßt. Du auch? Ja, ne? Okay, ich funk mal kurz Papa Bär an. Ich dasselbe. Papa Bär vor Ghost 3, komm bitte. Papa Bär hört. Beim Schwimmen ist das komplette Ghost 3 Team der Short Range Funkgeräte abhanden gekommen. Ja. Moment kurz. Was ist jetzt los? Ja, keine Ahnung, war vorhin genau das gleiche, ne? Ansonsten das restliches Team. Vor die Nase bekommen. Okay. Achso, okay. So, danke. Gate hinter dir. Deins ist im Strauch drin, mal kurz. Jetzt was ist es rechts von dir. Genau, und gleich wieder auf... Running Gag, es ist im Strauch. Den Running Gag kennen aber nicht jeder. Vielen Dank. Okay, gut, danke. Danke, danke. Max, hast du es aufgenommen? Nee. Warte. Hey, was ist denn das? Das 107? In der Mitte unten... Wo ist das in der Mitte unten? Das dritte, glaube ich. Ja, was steht denn da? 152, 122 oder? Hier liegen nicht so viele rum. Da hat der Max 1 noch. Also ja. ich hab hier jetzt irgendwie im Inventar 1 und ich hab. Na dann ist doch gut. Max, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Auch über Funk? Na, was ist denn das jetzt in mir? Das ist nur Sprache. Hörst du es rauschen? Nee. Achso, drück mal auf dem NUM-Block die 4. Hörst du uns jetzt? Ja, alles klar. Okay. Okay. Ja, wir sind ja auf Kanal 4. Wollte ich gerade sagen, auf Kanal 4 umstellen. So, die Sniper-Position von hier aus ist wahrscheinlich recht bescheiden. Von der Höhe her. Ich würde mal sagen, wir gucken hier vorne. Ich habe Kontakt Richtung hinlegen. 200 runter. Ghost 1, hier Ghost 2 kommen. Hier Ghost 1 kommen. Mindestens zwei Leute. Ghost 2 hat Satteltasche. 200. Motorsicherung, bis jetzt keine feindlichen Kontakte. Den Türschutz haben wir momentan auch noch nicht gesichtet. Ja, verstanden. Wir haben eine Viererpatrouille gesichtet. Okay, copy. Von unserer Position. Schnell Position wechseln. Hinter mir her. 60 rennen. Grad, 1000 Meter entfernt im Vorfeld, wo wir gleich durch müssen. Gut gesehen. Ja, verstanden. Beobachten das Gebiet. Und würden melden, wenn wir sich Kontakt zur Streife haben. Ja, verstanden. Jetzt noch 5 Minuten Zeit zur Beobachtung, danach rücken wir vor. Ghost 2, verstanden. Ghost 1-1, Ende. Rest vom Team, alles okay bei euch? Ja, positiv, warte mal. Gator fehlt irgendwie. Warte, ich geh mal hin. Den hat's, glaube ich, erwischt. Okay, die
2 ist nur bewusstlos, warte, ich versorge. Copy, ich behalte von hier aus das Umfeld im Blick. Ja, wir sind dann natürlich komplett auf dem Präsentierteller gewesen, wenn ich das von hier aus sehe. Ich bin jetzt an der Position von den Gegnern, die du erledigt hast. Das war hier ein MG-Schütze. Okay, seht ihr mich? Ja, wir kommen zu dir. Copy. Ghost 3, hier Ghost 1-1, kommen. Ghost 1, hier ist Ghost 3. Wir sind jetzt an Sniper-Position 3, arbeiten uns vor, mussten hier kurz noch 2 Posten wegräumen. Ja, verstanden. Ghost 1, Ende. Copy, Ghost 3, Ende. So zur Info, hier ist eine taktische Weste, falls jemand noch ein bisschen was braucht, um was aufzunehmen. Oh, das ist gut, weil ich habe nichts. Ja. Ja, nimm die taktische Weste vielleicht. Ist sicher in der Form. Theoretisch könnte euch auch, können sich auch einer als MG schnappen anstelle des Karabiners und den Karabiner in den Rucksack packen. Nee. Hier war ja irgendwo noch ein zweiter, der hier rumlag, aber den lassen wir mal, wo. Der muss weiter von uns jetzt gesehen jetzt links gewesen sein, am Busch, glaube ich. Hab ich. Ja, hier ist er bei mir. Ihr könnt ja mal gucken, ob er hier noch die zweite Ghost Rissen. Ghost 2, hier Ghost 1-1, kommen. Ghost 2, ja. Ja, hier ist noch eine Tactical. Ghost 1-1, wir haben jetzt alle Sichtungen, die wir getätigt haben, in der Karte eingezeichnet. Wir haben 3 Patrouillen gesichtet. Alle so zwischen 3 bis 4 Mann stark. Weiteres Vorgehen ist, wir rücken vor auf AP1, ihr rückt vor auf AP2. Ghost 2, soweit verstanden. Jetzt müssten wir bald über den Hügel kommen. Keine Einzeichnung auf der Karte, aber. Okay, und hinlegen, vorkriechen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Dann soll ich Max noch hier den zweiten Rangefinder geben? Das komme ich damit gar nicht aus, wie gemacht oder so. Ja, dann brauchen wir auch nicht. Es ist vielleicht doch besser, wenn einer im Nahbereich einfach drücken. Ja, hält. Genau. Und das werde ich auch machen, genau. So. Wir haben ja eben gesehen, wie schnell es gehen kann. Ja. Go 2 korrigiert, wie ich sehe jetzt die Eintragung.
Warte mal ganz kurz, ich muss mal gucken, nicht, dass wir hier in die richtige Richtung gucken. Jetzt müssen wir, eher mehr in die Richtung, denn, warte mal, irgendwer kraucht mir gerade vor der Lichte. Okay. Das war ich, Entschuldigung. Ja, mach nicht. Ja, hab gerade nochmal umgestellt auf Global, damit ihr aussieht. Hier, unter dem Baum, das sieht gut aus. Ja, verstanden, dann rücken wir jetzt zusammen vor Ghost 1, Ende. Okay. Okay, hier unter dem Baum sieht eigentlich ganz gut aus. Guck mal, dass ihr die Öhrstöpsel drin habt. Haben wir. Ich sehe auf Südost eine 1, 2, 3 Mann Patrouille. Oh, wer kraucht mir denn jetzt durch die Lattiche? Achso, das war ich. Warte mal, dann gehe ich wieder ein Stück zurück. Guck mal Richtung Südost und bestimm mal die Entfernung. Die ist. Siehst du da diese Hausbarke? Warte. Ich glaube, wir müssen mal irgendwie noch ein bisschen weiter vor, weil der Hügel hier vorne, der versperrt mir noch ein bisschen die Sicht. Dann komm auf meine Position hier. Wer ist ein Sniper? Komm mal weiter zwischen den Bäumen hier, hier, wo ich gelegen habe. Hier ist eigentlich ganz gut. Okay. Unser Vorfeld. Wir haben ja vor uns noch einen Hügel, ne? So ein Stückchen vor uns. Ja, aber unter dem Baum sind wir eigentlich besser in Deckung. Ich komme wieder zurück. So, direkt an der Kaserne, wenn man das so sehen kann, da sind mindestens zwei Mann und circa zwei Fingerbreit links davon auch nochmal eine Patrouille. Entfernung kann ich nicht bestimmen, weiß ich nicht. Ganz grob, 600 Meter kann ich wohl sehen. Weil so, warte mal, ich habe jetzt Vektor rausgekramt. Ich zero mal auf. Siehst du die beiden LKWs und den Hunter daneben? Sag mir mal in welche Richtung. Also ich sehe hier eine Dreierpatrouille. Kaserne. Ich habe auf 2684, ne? Also ich habe jetzt umgestellt gehabt. Ich muss noch ein bisschen vor, ich habe hier noch keine optimal oder ein bisschen weiter hoch. Ich gehe mal hier nochmal unter die Bäume. Vielleicht bin ich da genau diesen Ticken höher, den ich brauche. Ja, sehr gut. Ja, ich sehe den vorderen Ifrit. Ey, warte mal, ist mein Kestrel weg? Im Turm selber sind welche drinnen. Das Kestrel scheint, wird dann wohl auch weg sein, wa? Ach, scheiße. Nee, Kestrel ist da. Gut. So, warum so, geht ja, das hier übers Menü? Super Überblick hier. Dann gib mir mal die Entfernung. So, warte mal. Da ist ja. Machen wir mal andersrum. Da ist ein linker und ein rechter Turm, ne? Copy. So, und zwar rechter Turm. Hm? Die Ecke, die zu uns zeigt. Ja. Entfernung 740. Ja, 600 hab ich geschätzt, ne? Okay. Okay, dann gucken wir mal kurz das Mill-Dings. Das sind 2702. Ist ja von einer. Es ist ja nur für den Wind, der Mill. Ja, es ist dann nachher für das Abweichen. Ich guck mal kurz noch die. Leicht voller Schub. Ja. Kannst ja mal sagen, dass wir in einer Position hier liegen und jetzt Sicht auf die Basis haben. Können wir auch gleich mal berichten, wie viele Feinde wir sehen. Ah, das Kestrel verschwindet immer, sobald ich das Vektor aufmache. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also schon 12 Gegner gesichtet. 1, 2, 3. Drei gepanzerte Fahrzeuge, also drei Ifrits mit Waffenaufbau. Und zwei LKWs, ne? Kannst ja mal alles durchgeben. Ja, wir nehmen erstmal auf. Das ist jetzt erstmal der Nahbereich, ne? So, dann den Typen genau in dem mittleren Wachhäuschen. Ach nee, ja. Das ist kein General, der sieht auch. Das ist kein Offizier, sehe ich. Nee. Der guckt gerade nach unten und kramt, ne? Ja.
Auf dem hinteren Turm ist auch kein Offizier. Warte mal, da ist noch... RPG-Schützen. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal ein bisschen verschieben, wenn wir von hier alles ein bisschen blöder aus einsehen. Also ich hab hier ein... Ja. Na, guck mal, da hinten bei den... neben dem rechten Turm, dahinter in diesem Mini-Verschlag, da sehe ich noch einen Typen, einen Helm oder irgendwas. Unterm Tarnnetz. Oh, Ife kommt rein, von rechts, die Straße. Schön liegen bleiben. Dreht sich jetzt? Nee, vorne, also da sind bestimmt 600 Meter Entfernung, wenn das reicht. Halb rechts. Achso, guckst du durch Fernglas, oder? Nee, sehe ich mit bloßen Augen. Super, okay, dann ab und zu mal links und rechts gucken, ne? Nicht, dass wir hier alle so Tunnelblick haben. Okay, ich gebe erstmal... Ja, ich sehe ein Tarnnetz, okay. Das ist rechts von dem mittleren Turm, links von dem mittleren Turm, ne? Links von dem mittleren Turm, ja, da ist eins und dann nochmal rechts vom rechten Turm, daneben ist auch nochmal eins. So ein bisschen südlich von dem Turm, würde ich mal sagen. Ja, ja, ah ja, da sehe ich einstehen, aber meinst du, das ist der Offizier? Nee, ich glaube, ich habe auch nicht ganz so einen guten Zoom wie du. So. Ja, jetzt sehe ich da einen Ifrit ankommen, der fährt zur Basis hin, aus Südosten. Muss mal hier noch einmal eine Reihe Graz plattwalzen, nicht wundern. Ja, ich gebe erstmal durch, was wir schon haben. Ghost 1 für Ghost 3. Ghost 1-1, kommen. Wir sind gerade dabei, die Basis aufzuklären. Wir haben bis jetzt 12 Infanteristen. 3 bewaffnete Ifrits und 2 LKWs sind gerade selber auf Spotter Point 3, haben den Offizier noch nicht ausgemacht, würden uns gleich auf Position 2 verlegen. Ja, verstanden. Bitte die Kommunikation auf Global stellen und dann, wenn möglich, die Reconnaissance-Ergebniskarte markieren kommen. Copy. Darf ich kurz, wichtig ja, ist auch der Ifrit, die Patrouille. Ja. Das ist, glaube ich, der Einzige, der wirklich ganz gefährlich werden kann. Da müssen wir erstmal gucken, wie der so rumfährt. Ich gebe mal durch, dass da noch einer auf Patrouille langfährt. Okay, kleine Anmerkung noch, von Ghost 3. Wir haben einen patrouillierenden Ifrit, der im Umkreis von der Basis fährt. Also, du willst ja, jetzt... Ja, verstanden. Okay, so. Du willst jetzt sozusagen auf diesen Hügel da mit dem kleinen Holzhäuschen verlegen, der hier Richtung ja. Ost-Südost ist. Ich will jetzt erstmal nochmal schnell von unserer Position aus mal gucken, dass ich, also ich alles einzeichne. Also für mich ist die Position hier erstmal sehr gut zum Schießen. Wir sehen aber nicht, wenn uns jemand hochkommt hier, das weißt du, ne? Wenn ja, ja, das ist total beschissen hier vor uns. Ja. Da haben wir auf immer auf Handgranatenwurfweite und die ballern uns zu hier, also das kann schief gehen, sag ich mal so. Also wenn ihr hier liegen bleiben wollt, dann empfehle ich, dass sich irgendjemand hier flankieren kann, zum Beispiel Hicke. Wollte ich gerade vorschlagen, ja. Das ist... Ja, die sind ey, das ist der Ifrit, glaube ich. Hört ihr das? Ja, ich hab's gerade gehört. Ich bin aber auf der Karte gerade. Ist nur nicht wo. Eh unsere Leute noch nicht. Also ich könnte die können da ruhig jetzt mal was durchgeben, Mensch. In der Basis, die sind aber noch sehr ruhig, also die sind gescheucht. Kann ich ändern. Nee, warte. Ganz ruhig bleiben. Ja, ist schon klar. Der Ifrit kommt zurück. Seht ihr den? Halb rechts. Richtung 160.
Fährt Straße zurück. Ghost 2 für Ghost 1, kommen. Hier ist Ghost 1, wir befinden uns im Feuergefecht. Warten. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Durch definitiv mehr als 12. Aber was ich hier halt habe, ist die eine gute... kommt wieder. Der fährt jetzt eine andere Route, der kommt richtig, hier feuert dort. Seht ihr das? Hinter der Basis jetzt, hinter der Basis. Ja, copy. Der fährt schnell lang, ja. Ist er vorhin definitiv nicht. Der ist immer wieder umgedreht. Der sieht aufgescheucht. Der ist aber Richtung Norden weggefahren, ne? Ja, richtig, der fährt Nord-Süd immer die... Der hat's eilig. Scheiße. Der ist aber unbewaffnet, der ist gut. Kann man da eigentlich, wie ist denn da so ein Ifrit gepanzert? Kann man da durch die Frontscheibe den Fahrer erwischen? Wenn überhaupt die Räder, das haben wir mal gemacht, aber selbst mit einem starken Sniper-Rifle brauchst du, glaube ich, 2 oder 3 Schuss. Ja. Also im Fahren ist das eher schlecht. Ja, sicherlich. Wenn er stehen würde. Frage, ich habe jetzt sowieso nichts, nicht, dass ich feuern will hier. Okay, jetzt ist er aus meiner Sichtlinie raus. Ghost 1-1 an alle, wir hatten Feuergefecht, ungefähr 100 Meter östlich vom Attack Point 1, haben 3 Gegner ausgeschaltet, befinden uns jetzt am Attack Point in Sicherheit und clearen hier die Gebäude, kommen. Ghost 3, koppeln. Bewegen uns weiter auf Attack Point 2 vor. Eventuell sollten wir doch überlegen, hier uns nochmal eine andere Position ja, zu suchen. Ja, Ghost 1, verstanden. Ja. Wir gehen jetzt erstmal zurück, kriechen zurück, mir hinterher. Copy. Ghost 1, 3 hat erste Aufklärungsdaten auf der Karte markiert, geht jetzt ein Stück zurück und dann Richtung Sniper Point 2. Sauber aufgeklärt, schön markiert, einmal frei, finde ich sehr gut. Na, abwarten, was noch kommt, ne? Mhm. Okay, stopp, ganz kurz, Rundumcheck. Weil wir haben eine Weile nicht nach hinten geguckt. Ich gucke Richtung Osten. Guck Richtung Südosten, mal hier auf diesen anderen Hügelkamm, wo wir perspektivisch hin wollen. Na, dann gucke ich Ost, Nordost. So. Nur, dass wir nirgendwo reinlaufen, was wir jetzt nicht gesehen haben, was sich hierhin bewegt hat. Mhm. Okay, Nordost ist frei. Wie sieht's Richtung Nord-Nordwest aus? Ist da was zu sehen? Max? Ja, okay, ja, ja, alles klar. Also hier dieser kleine Talschuh jetzt zum nächsten Hügel sieht erstmal auch gut aus. Ich kann hier jetzt über den Kamm gucken. Copy. Denn mir hinterher. So, jetzt in die Hocke. Achso, mal so eine Frage technischen Verständnisses. Also vorhin warst du ja bewusstlos, dann kannst du auch nicht mehr reden, ja? Ist das richtig? Ja, das kommt, genau. Man kann nicht mehr reden, aber ich höre dich. Ah, okay. Cool. Genau, es hilft immer mit dem Patienten zu reden, da weiß er, was passiert.
Und beim nächsten Feuergefecht, wenn ich durchzählen lasse, dann sagst du einfach 2. Kopie. Also nachdem ich 1 gesagt habe, sagst du 2 und gell, wir sind ja nicht so viele. Dann weiß ich, falls einer bewusstlos ist, wenn er nicht antwortet. Okay, und hochstehen. Okay, ich sichere nach vorne und vorne rechts. Der zweite nach links und der dritte eher nach hinten. Immer so gucken, ob wir jetzt gehen irgendwie. Im Zweifelsfall funken, wenn er was sagt. Ich hänge ein Stück hinten dran. 1, copy. So. So, jetzt können wir mal im Laufschritt, also WS kurz antippen. Laufschritt, WS, Entschuldigung. Sammeln und dann wieder normal vorwärts. So, verstanden. 3 verstanden. Jetzt primär nach Süden. Da müsste jetzt gleich dieses Haus irgendwo auftauchen, wo wir schon fast dran waren. Gehockt weiter, wir sind ja hier schon fast da. Okay. Wer hat auf Nahbereichsvisier umstellen? Und Vollautomatik? Habe ich beides nicht. Ja, genau, Sniper hat's nicht. Dafür haben wir ja zum Glück jetzt. Ich hab zumindest so eine Lochoptik. Ja. Okay, hinlegen. Die 2 links neben mir, die 3 rechts neben mir und hier bleiben. 2 links, ja. 2 Meter Abstand. Jeweils. Machen wir mal 3, nur sicher. Ich höre dich nur ganz leise an der Tat. 3 Meter Abstand immer jeweils zu mir, du auf meine rechte Seite und hier bleiben. Copy. Wir clearen erstmal das Gebäude. Copy und weiter. Warte mal, ganz kurz. Copy. Wird. Okay. Alles klar, wir haben hier ein altes Haus und ein Fahrzeug. Im Haus, vorm Haus, bis jetzt nichts zu sehen. Okay, geduckt. Hocke. Hier ist eine Sandsackbarriere oder sowas? Nee. Da wird die Chance. Ja, das ist am.
Das ist unten. Das ist ja irgendwie ziemlich beschissen. Weißt du, wie das ist mit Häuserclearen? Ja, ja. Also Max, kommst du? Ich höre dich nicht mehr. Max, zu mir an die Tür hier. Wenn wir reingehen, im Laufschritt stehend sofort rechts rum, vorher auf Autofahrer gestellt haben, ich gehe rein und gehe geradeaus rein. Alles, was du siehst, sofort niedermachen, aber im Laufschritt rein. Zweierpatrouille Richtung Osten auf nächster Sniperposition. Wie viel Meter? Warte. ...550 Meter näher kommend. Okay, alles klar. Dann warten wir mal hier mit dem Gebäude clearen. Wir legen uns mal hin hier und du hast dich schon sicher? Von der Entfernung her? Die soll das ausschalten. Das ist eine sichere Entfernung, ja. Die bewegen sich definitiv zu uns? Komm zumindest näher. Na, warte mal, ich will die einmal kurz sehen. Die letzten Worte des Lieds. Entfernung nochmal bitte. 500 Meter Richtung Osten. Ja, das habe ich. Also ich sehe sie. Ich wusste nicht die Entfernung. Ich denke, also jetzt könnt ihr Sniper mit eben Schuss erledigen. Die sind hintereinander fast. Okay, Feuer frei. Ja, ich hatte einen ersten Sniper. Warum braucht der Sniper so viel Schuss? Wer hat denn die ganze Zeit die mit Salve bestreut? Ich kann mir, weil ich mich umgeschaltet habe, natürlich. Wozu haben wir einen Sniper, wenn du da mit dem Karabiner ballerst? Zwei Schuss, zwei Treffer. Beide down. Ich dachte wirklich feuerfrei. Keine Ahnung. Beide down, Anastasius. Achso, okay, copy. Gut. Nächstes Mal mache ich so, ich gebe vorher fest, wer schießt. Denn, kein Problem. Wenn ich sage Feuer frei und du weißt nicht Bescheid, dann ist natürlich für alle Feuer frei, ne? Nächstes Mal mache ich so, ich sage vorher Bescheid, wer feuert, und dann gebe ich nur dem Sniper, damit nicht ganz so viel geballert wird. So, jetzt wieder rechts hier neben die Tür. Alle von Ghost 1-1, wir waren in Feuergefecht verwickelt. Drei Mann, die aus einem Ifrit gestiegen sind. Zwei Mann vernichtet. Einer ist abgehauen. Wir haben jetzt noch zwei Verletzte, die wir patchen. Dann geht's weiter. Drei Copy, haben wir selber eine Zweierpatrouille gehabt, sind jetzt am Sniper Point 2, clean hier noch eine Hütte. Zwei verstanden, sind noch auf dem Weg zu Point 2, hatten eine Viermannstreife und eine Ilfritstreife. Genau hinter die mir. Die haben uns aber passiert, ohne uns zu beachten. Wir bewegen uns weiter vorwärts. Wer da genau im Sichtbereich der Tür steht, mal lieber zur Seite gehen und hinter mir. Max hinter mir, Gator nicht mit rein. Wo ist denn Gator? Ich bin ready. Der sichert. Ah, okay, alles klar. Gut. Wenn ich reingehe, du weißt noch, du rechts, ich geradeaus. Vollautomatik und ja. Und go. Clear. Clear. Und wieder raus. Alles clear. So, dann ist clear. Wir suchen uns mal jetzt eine gute Position. Und zwar mir hinterher. Hier vorne bei diesen Büschen sieht ganz gut aus. In Hocke. Haben wir eigentlich eine Claymore? Nee, ne? Negativ. Negativ. Wäre für die Zufahrtsstraße hier eigentlich wunderbar, ne? Ghost 2 hier, Ghost 1-1, wir hören Schüsse aus eurer Richtung. Ja, okay, ich sehe einen Ifrit. Ich sehe den Ifrit aus Südosten. Haben einen verletzten momentan. Hilling. Okay, Max, du machst ein bisschen Nahbereichssicherung in den Osten weg.
Gator mit mir hier neben dem Baum, damit wir nach vorne gucken können. Copy. Ich sehe den Ifrit. Ja, Copy, der fährt fast zu uns jetzt, ne? Ja. Wobei, du müsstest mich jetzt auch so hören, ne? Hör dich jetzt auch so, ja. Copy, dann schalte ich mal um auf Vektor. So, jetzt haben wir hier doch schon ein komplett anderes Lagebild. Und da sehe ich nämlich noch einen Ifrit. Unbewaffnet. Der ist hinter so einem... Guck mal, wenn du die Kreuzung hast. Ein bisschen weiter links davon. Da ist so ein Kreuzung? Tank. Meinst du die Basis? Die Basis, genau. Die Kreuzung mitten in der Basis. Genau. Dort ist ja so ein kleiner Tank, ne? Links. So ein braunes Fass, so ein großes. Und ein Stückchen dahinter, ich sag mal... Ja, ich sehe ihn. Genau, da ist so ein Ifrit noch. Den zeichne ich mal noch schnell ein. Unbewaffneter Ifrit. Die anderen sind bewaffnet. Ja, nee, sind nur zwei bewaffnet, sehe ich gerade. Zwei bewaffnete, ein unbewaffneter. 1, 2, 3, 4, 8 Mann. Je einer pro Turm. Kannst du mir mal die Entfernung zur... Ich gebe dann noch. Ich gebe dir mal. Sag mir mal, worauf. Sagen wir auf den Ifrit neben dem LKW. Auf Copy. 513. 500 Meter? 500 Meter, genau. 513 Meter. Okay. Copy. Habe ich erstmal eingestellt. So, was sagt Kestrel? Kestrel sagt kein Wind. Doch Wind, jetzt hat's. Und zwar 2,6 Meter pro Sekunde. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das ist Heading. Nee, wie liest man diesen Scheiß denn? Ja, aber auf die Distanz ist es nur die Frage, ob Pixel links oder rechts neben dem Herz treffe. Also. Ja, ja, das ist jetzt nicht so gravierend. Mach ich Kestrel mal aus. Vor allen Dingen ist der Wind nicht so dolle. Also von der Höhe habe ich es mir eingestellt, so wie es vorhin noch war. Also die anderen beiden habe ich eben auch per Blattschuss erledigt. Das waren zwei Schuss, zwei Treffer. Ghost 2 ist bis auf den Führer down. Der Führer ist verletzt. Ich versuche mal an meine Truppe ranzukommen. Ja, verstanden. Sollen wir zur Unterstützung kommen? Warte mal, nochmal wiederholen. Das wäre von Vorteil. Ich habe immer noch Lautsprecher an, ne? Ich weiß noch, wie viele übrig sind. Ja, verstanden, wir kommen. Ist okay, verstanden, ich markiere auf der Karte, wo wir sind. Genau, dann will ich nämlich mal gucken, wo die sind. Ich brauch mal. Wenn ich die sehe, könnte man ja da vorher auch warnen. Ifrit kommt wieder, genau. Wir müssen mal irgendwie die Position von den Teams irgendwie reinkriegen. Hört ihr mich noch? Ja, weil, ja, ja. Wir hatten die Panzerabwehrwaffe mit gehabt. Welcher Zug war das? Welcher Trupp? Ah, das weiß ich gerade nicht. Ja, und die sind down, ne? Scheiße. Na, dann muss improvisiert werden. Ja. Sag dir mal durch, wir brauchen die Panzerabwehrwaffen. Ghost 3 für Ghost 2. Der patrouilliert ist ein unbewaffneter. Der patrouillierende Ifrit ist unbewaffnet. Korrektur, im Lager sind zwei bewaffnete Ifrits, nicht drei. Unbemannt bis jetzt. Ja, Ghost 2 verstanden. Vom Ifrit haben wir momentan noch nichts mitbekommen. Also den wir gesehen haben, war unbewaffnet. Wir haben jetzt momentan die Vier-Mann-Streife sehr wahrscheinlich hier an der Nacht. Copy. Wir versuchen gerade eure Position ausfindig zu machen. Wo seid denn ihr? Ich glaube bei wir sind auf der Karte da, wo hier G2 steht. Da verbinden wir uns gerade. Copy, danke. G2. In welche Richtung ist denn das? Ja, fast einfach gerade runter. Oh Mann, man muss... Oh. Sind...
1, 2 Kilometer ungefähr, nee, was ist das? 1,5 Kilometer ungefähr entfernt. Ich sehe hier Richtung Süden so ein paar Baracken. Das wird es nicht sein, nehme ich mal an. Meinst du hier so zwei Baracken mit so einem alten Autofrakt davor? Auf der rechten, auf der linken Seite? Ja, mit so einem zerdepperten Auto. Richtig. Genau, und auf der linken Seite siehst du, auf der rechten Seite siehst du so ein Toilettenhäuschen, ne? Hier kein Toilettenhäuschen, ich sehe, doch, doch. Ja, ist genau, okay, dann sprechen wir da zumindest vom gleichen. Ich sehe unseren Trupp noch nicht. Ich soll mal einen markanten Punkt sagen, Mensch. Na, ich versuch's auf der Karte mal irgendwie einzublicken. Ich muss mal erstmal gucken, wie weit ich überhaupt gucke hier von hier oben. Ich hätte Visibility, die sollte ich mal ein bisschen hochsetzen auf 2300 Meter. Ja, okay. So, kann ich denn auch wirklich weiter gucken hier? Ja. Getter, wie weit hast denn du bei dir die Sichtweite eingestellt? Keine Ahnung. 2000. Okay, das sollte passen. Das sollte eigentlich reichen, oder? Um unsere Jungs zu sehen. Ja, eigentlich schon. Aber gut, wenn sie leicht zu entdecken wären. Ghost 2, hier Ghost 1-1, wir haben Sichtkontakt, kommen jetzt vom Westen auf euch zu. Ghost 2, verstanden. Wir haben jetzt soweit unser Team wiederbelebt. Ja, versuchen uns das so gut wie zu behandeln und dann ja, warten wir erstmal auf euch. Ja, Ghost 1-1, verstanden, ne? So, Richtung Süden da unten. Diese drei Häuser, die müssen wir noch auf der Karte finden. Hm. Die sind 1300 Meter entfernt. Ich nehme mal an, okay, das wird ich hab die. Zwei sein. Nee. Ich glaube. Obwohl, doch, das könnte hinkommen. Ja. Sind das AP2. Und so weiter dahinter sehe ich. Warte mal, ich versuche mal, das Ding da zu beschreiben, damit die sich da selber wiederfinden können in der Beschreibung. Ghost 3 für Ghost 2. Die Position von euch ist das ein langgestrecktes Gebäude, daneben ein quadratisches zweistöckiges Gebäude, dahinter eine kleine Wellblechhütte. Wir sind momentan nicht an den Gebäuden. Wir sind auf freier Plane quasi an einem Graben, so sieht es zumindest hier aus. Also wir sind knapp 200 Meter von der Straße entfernt, die von West nach Ost verläuft. Also wir sind an der Nord-Süd-Straße. Okay, mal kurz zu dem Haus. Diese Häuser, wenn ihr die seht, in welche Richtung von euch und Entfernung sind die? Der Ifrit bewegt sich da wieder Richtung Süden. Und halt gute 200 Meter entfernt. Copy. Danke. Wir versuchen euch mal zu entdecken, wenn wir euch sehen, sagen wir euch Bescheid.
Graben. Ich sehe da nichts. Ist sie ehrlich gesagt auch kein Graben? Ist ja naja. Auch egal. Das ist Benefit on top, wenn wir die sehen, wir sollten lieber den Feind beobachten. Ich hab jetzt Sicht auf den Hüfrit, der kurvt da hinten rum Richtung Süd. Ja, ne, es ist halt bloß, wenn wir die irgendwie warnen wollen, der unseren Nahbereich auch mal ab und zu guckt. So, ich gucke jetzt mal, ob ich irgendeine Art Offizier, General, irgendwas sehe. Die bewaffneten Ifrit sind besetzt, sehe ich durch die Fenster. Ja, die ganzen Fahrzeuge sind besetzt. Ja. Alle. Ja. Ausnahmslos. Ghost 3 an Ghost 1 und 2. Die Fahrzeuge in der Base sind besetzt. Wir haben die Position des Generals Offiziers noch nicht entdeckt. Ja, Ghost 1, verstanden. Aber vielleicht nochmal die Stellung wechseln. Ja, sobald wir hier fertig sind, wechseln wir auf Spotter Position 1. Die gefällt mir hier zu gut. Ja. Wer war das? So viel dazu. Zurückzug. Rückzug. Hoch und zurück. Hoch und zurück. Max noch da? Gut. Durch den, war das der hier? Ja. Das ist ein eigener, dachte ich. Ich dachte, das ist ein eigener. Dann gibt's auch einen zweiten dazu. Okay, vorsichtig gucken. Über den Hügelkamm hier. Das kann nicht wahr sein. Deshalb auch immer nach hinten decken. Das war super. Ich habe wirklich einen riesengroßen, sonst hätte ich ihn ja ohne gesehen, einen riesengroßen Bereich abgedeckt eigentlich. Das ist schon heftig. Oder das war der Zeus, der gucken auch, wollte. Über den E-Tritt, oder? Okay, wir verlegen uns mal nach unten, mir hinterher. Mir hinterher. Copy. Copy. Jemand verletzt von euch? Nee, ne? Nein. Gute Reaktion. Ja, gut gesehen. Ich sage immer mal nach hinten gucken, schadet nie, ne? So, hier sind wir erstmal unter einem Busch. Ich guck mal kurz, wie wir weiter darüber gehen. Falls der Ifrit irgendwie von der Position kommt, die blöd ist. Ja, sag mal durch, dass wir okay, da sind. Ghost 3 an alle, wir verlegen unsere Position. Runter. Ghost 1-1, verstanden. Scheiße. Der erledigt uns. Scheiße. Bleibt unten liegen, einfach liegen bleiben. Motor aus. Ich gehe davon aus, sie sind abgesessen. Nahkampf. B. Ghost 3 hat Ifrit bei sich, Infanterie wahrscheinlich abgesessen, sind wahrscheinlich gleich im Gefecht, noch nicht entdeckt. Melden uns danach. Ja, verstanden, ausweichen. Ausweichen ist gut. Warte mal, Gator, du gehst, warte mal, Gator Richtung Osten weiter hinterm nächsten Baum. Wenn du da bist, nach oben sichern, dann kommen wir nach. Immer einer nach dem anderen, nicht, dass wir alle mit einem, nicht, dass wir alle mit einem Schlag erwischt werden. Okay, bist du. Sag Bescheid. Okay, Motor ist wieder an. Motor ist an. Ey, der kommt wirklich auf uns zu, direkt. Das liegt. Bleib liegen, einfach liegen weg. Ist der hier oben auf der Straße lang? Ja, denke ich. Ja, ja. Der kam durch die. Ich höre den aber noch. Tief. Ja. Ist gut, dass wir gleich die Position verlassen haben. Verstanden, dann Ghost 1 bleibt hier und gibt für eure linke Flanke Deckung. Ihr rückt jetzt vor zu dem AP. 2 verstanden. Okay, ich gehe jetzt hinterher. Zu AP 2 über rechte Straßenseite und
kleinen Wald. Ja, verstanden. Ich gucke nach, falls er wirklich nur irgendwelche abgesetzt hat. Ja, ja. Ja, sicher ist sicher. Ist es völlig, völlig unklar, dass da nur ein Einzelner gewesen sein soll. Okay, dritter Mann nach. Ich sichere Richtung Osten. Ich komme. Also ich habe auf die Entfernung erstmal nichts. Okay, wir bewegen uns mal. Lass mal überlegen. Ja, mir immer hinterher. Erstmal geduckt. Groß 3 an alle, sind ausgewichen, bewegen uns weiter Richtung Spotter Point 1. Groß 1-1, verstanden. War so eine schöne Position. Ja. Denk aber dran, die Position 1 könnte auch heiß sein, da haben wir jetzt so 2 erledigt gehabt. Ja, ja. Oh, hier ist ja keine Deckung. Nicht gut. Aber wir sind von der Straße aus nicht zu sehen und wenn wir hier noch so ein Stückchen runter gehen, dann sind wir hier quasi auf so einer Art Mini-Plateau. Hm. Ich werf mal einen Blick hier über. Warte mal, wir gehen gleich Richtung Osten. Da vorne, da sind so ein paar Steine, da können wir uns mal kurz platzieren. Von da gucken wir dann mal kurz ein bisschen links und rechts. Und dann robben wir weiter. Copy. Gegenüber der Straße hinter uns sind wir zumindest auch nicht zu sehen. Ist schon mal ganz gut. Falls ihr da nochmal langkommt. Sowieso nur laufende Büsche, ne? Ja, ja. So, hier mal kurz Stopp. Und, wie machen wir das am besten? Ich bin auf dem Plateau, links von euch. Okay, hinlegen. Sniper Richtung Osten, ich Richtung Norden. Nahbereichssicherung Richtung Süden. Also ich sehe erstmal keine Feinde auf der Seite des Hügels da drüben, was ich jetzt von hier aus einsehen kann. Copy. Ich würde mal noch versuchen, noch von irgendwie von der anderen Seite einen Blick zu erhaschen. Ja, wir gehen auch gleich weiter Richtung Nord bis Nordost. Sehe ich bis jetzt nicht mal einen Huhn. Ja, also habe ich auch alles geklärt. Oder beziehungsweise abgecheckt. Okay, nee, hier komme ich zu nah an die Straße ran. Okay, in der Hocke weiter mir hinterher. Oder erstmal bei mir sammeln. Wenn er da seid, sagt er Bescheid. Bescheid. So. Okay, na dann. Stehen können wir jetzt, glaube ich, gehen.
Ghost 2 hier, Ghost 1, wir haben bewaffneten Ifrit Richtung 045 in den Büschen. Das heißt, irgendwo da hinter oder neben euch. Ach, die haben Spaß. Ghost 2, verstanden. Okay, schnell über die Straße und los. Was jetzt habe ich den Nahkampf hier? Und rund um Sicherung. 1 Osten. Sicherung Richtung Südwesten. Sicherung Richtung Norden. Okay, und weiter. Und weiter. Zwei nach links sichern. Copy. Geht vorbei. Das gefällt mir nicht. Nochmal ein Stückchen wieder rüber hier. Genau, Haus ist jetzt genau vor uns. Richtung Osten hinter diesem Felsvorsprung. Copy. Ich guck mal hier oben drüber. Ihr bleibt mal hier, macht Sicherungspositionen, damit mein Rücken frei ist, und ich krabbel mal rüber. Okay. Sicher Richtung Nord. Max Richtung, sicher du Richtung Südwest. Ghost 2 hier, Ghost 1-1. Der Ifrit hat wieder umgedreht, fährt jetzt wieder von uns weg und war doch nicht bewaffnet. Okay, mir folgen. Ghost 2, verstanden. Atmet tief durch, geht weiter zu AP2. Hier hatte ich die beiden erledigt vorhin. Super. Da waren sie ja auch schon. Ja, genau, deswegen. Ich würde bloß gucken, ob hier nicht noch irgendwo wer ist. Ja. Okay. Flatterst du gerade? Ich gucke nur mal, was die so für ein Loadout haben, die Jungs. Irgendwas Gescheites bei. Granaten haben wir hier. Fragmentation-Granaten. Und Smoke, aber ich glaube. Ja. Smoke haben 8 Stück. Ist an AP2, haben Fahrzeuggeräusche von Ost nach West. Hoffen, dass das Fahrzeug uns passiert. Okay, so. Alles weitere liegen lassen. In der Hocke. Weiteres liegen lassen in der Hocke. Verstanden. Wir gucken mal hier ein Stück weiter nach vorne. Jetzt vor nach AP4. Ihr bitte mit eurem Team Deckung geben kommen. Richtung Südosten. Dann sind wir noch ein bisschen höher. Verstanden. Wir kriegen vielleicht ein paar Sachen hier eine Sicherungsposition aufzubauen. Der Ifrit scheint unbewaffnet und fährt Richtung Westen. Ja, verstanden. Ende. Von hier kommen wir im Notfall auch recht schnell weg. Warte mal, wir lassen noch ein bisschen weiter Richtung Osten. Dann sind wir noch ein bisschen weiter weg von der Straße. Das heißt, wenn hier irgendwas Geländegängiges hinfährt, muss erstmal da lang. Nicht so weit nach vorne rennen. Eine scheiß Nahkampfknifte. Ja. Okay, hinlegen.
Ich guck mal als erstes über den Berg. Sicherung Richtung Nordost. Ist es rückwärts im Raum? Also ich gucke Richtung Nordost, dann guck du Richtung Nordwest oder so. Zu. Ghost 2, hier Ghost 1-1, wir haben Sichtkontakt in eure Richtung, ich sehe euch auf Nordost. Ghost 2 bestätigt, da haben wir auch Sichtkontakt zu euch, haben geht wir Sicherungspunkt eingenommen, beobachten die Umgebung, wir würden jegliche Feindbewegung. Okay, Getter, meine Position, die übernimmst du mal, von hier hast du eigentlich eine recht gute Sicht, muss bloß ganz knapp drüber gucken. Max verrichtet kurz eine Notduft. Copy. Meine Position, ich rutsch noch, warte mal, ich rutsch mal auf deine linke Seite. Dann rutschst du mal ein Stückchen, genau. Genau, nur so weit drüber gucken, wie es gerade nötig ist fürs Visier. Nicht, dass du zu viel Kopf bietest, wirklich nur so viel wie nötig. Mhm. Mich stört hier dieser eine Gras. Ja, dann guck mal ein bisschen links oder rechts. Aber nicht mehr als nötig bieten hier. Ah, sauber. So, gib mir mal die Entfernung. Moment. Bin dabei. Gleich mal zu den bewaffneten Ifrits, die da parken. Ghost 3, hier Ghost 1-1. Wie ist euer Status kommen? Ghost 3. Hat eben gerade Position an Position 1 bezogen, sind jetzt am Aufklären. Ghost 1-1, verstanden, Ende. So, dann gucken wir nochmal wieder rum. Achso, hatte ich dir die Entfernung schon gesagt? 650 Meter zu dem vorderen bewaffneten Ifrit. Okay. Machen wir mal 4,5 und gucken dann mal. Die stehen jetzt woanders als vorhin, oder? Kann das sein? Das ist vielleicht nur die Perspektive. Ja, das kann, ja, das kann sein. Die bessere Schussposition meines Erachtens. So, ich sehe jetzt aber jemanden genau auf dem HQ-Gebäude. Der war vorher verdeckt, genau auf dem Dach. Und warte mal, da ist noch einer. Da guckt noch einer um die Ecke. Ja, okay. Dann mach mal eins. Wir beide verschieben mal noch ein Stückchen weiter hier rüber nach links. Bis wir den sauber mit drin haben. Kannst ja mal melden, dass wir ihn zumindest erstmal ausgemacht haben. Warte. Erst wenn wir den wirklich sauber sehen. Aber das ist der Offizier. Ich denke auch. Ah, der hat ein Barett auf. Ich gucke mal nochmal. Okay, warte. Ich sehe den nicht. Ja, sobald ich den anderen auf dem Dach umpuste, haben wir die Korrektur und danach wird der sicherlich auch mal vorgerannt kommen. Wir können noch ein Stückchen hier rüber. Ja, aber hier. Das kriegen wir nicht besser rein. Der steht da genau hinter der Ecke. Warte mal, du bleibst mal, wo du bist. Ich guck mal kurz, ob ich eine andere Position finde. Genau, ich halte den... Ghost 2, hier Ghost 1-1, wir sind jetzt an dem Compound AP4 angekommen, clearen die Gebäude. Ghost 2, verstanden, haben mit Sichtkontakt zurück verloren, ja, verstanden. Frage, habt ihr Sicht auf die Base kommen? Wir haben... Ja, eingeschränkte Sicht. Also wir können zumindest drei Beobachtungstürme ausmachen, wo auf mindestens zwei jeweils ein Wachposten draufsteht. Ich glaube, bei mir sieht's ja gut aus. Ja, verstanden. Sucht euch schon mal einen Punkt, einen Deckungspunkt, auf den ihr später weiter vorrücken könnt in Richtung der Base. Ja, gut, verstanden. Ist ein T
Tick besser. Wir haben hier aber auf jeden Fall auch schweren Schutz. Wir haben hier ein bisschen Geröll. Versuch mal nach hinten zu kriechen und dann links von meiner Position. Copy. Ghost 3 an alle. Wir haben wahrscheinlich den General oder den Offizier ausfindig gemacht. Unsere Position ist noch nicht ganz optimal. Wir haben noch kein sauberes Schussfeld. Ja, Ghost 1-1, verstanden. Verschieben bis sauberes Schussfeld. Kommen. Wir markieren noch die Position auf der Karte. Ja, Ghost 1-1, kannst ja schon mal Entfernung ausmachen. Ah, Moment. Nicht gerade auf dir drauf? Nee. Okay, so. Ghost 3 an alle. Position vom Offizier ist auf der Map verzeichnet. Er befindet sich auf dem Dach des Hauptquartier-Hauptgebäudes mit der Antenne zweistöckig. Auf dem Dach genau hinter dem Container, der die zweite Etage ausmacht. Gib mir mal eine Entfernung, ich habe ihn im Visier. Ja, hier Ghost 1-1, verstanden. Wie ist die Entfernung zum General von euch? Entfernung zum General von unserer Position aus 661 Meter. Hab ihn im Visier. Brauchen wir eine Korrektur für den Wind? Warte. Position von Sniper-Team auf der Karte ebenfalls markiert. Und Ghost 2 hat einen Irrschritt unbewaffnet, der Richtung Base fährt. Ja, Ghost 1-1 verstanden, den haben wir auch. So, mal gucken, Kessel muss erstmal eichen. Heading 1. Quatsch, was ist Grad aus 230 Grad mit 1,77 Meter pro Sekunde. Okay, das ist vernachlässigbar langsam. Ja. Crosswind minus 1,98. Ja, ja. Die Fritz irgendwo. Ah, bist wieder da. Bist wieder da, ja? Ja, ja. Ganze Zeit da, wir sind hinter uns. Ja, ja, ich hör's. Wir sind hier das ein bisschen der abgesetzt. Der kontrolliert hier die ganze Zeit, also das ist der Wildkrusende. Okay, dein Hauptaufgabenbereich ist, achso, Max... nach hinten zu sichern. Nach vorne sehen wir recht gut, aber wenn wir hier beide spottern, sehen wir fast nichts. Nach hinten ist wichtig. Okay, alles klar, gut. Achso, dass wir den General ausfindig gemacht haben, weißt du schon, ne? Hast du. Ja, ja, ich weiß alles. Die ganze Zeit da. Okay, ich hab... Ja, das, ich hab nicht mitgekriegt, wann du wieder da bist. Ich hab nicht so oft auf die Karte geguckt. So, du behältst den General im Auge. Ich zähle nochmal kurz durch, wie viel ich jetzt hier im Umfeld hab. Mhm. Mach das. So, Ifrit ist, glaube ich, einen Berg rum hier und kommt jetzt vor uns, durfte der gleich auftauchen. Wo kommt der Berg hoch? Ich mach Nahkampf gar nicht. Bleib ruhig. Der hält an.
Nicht bewegen, nicht bewegen. Bleib ruhig, ich kläre das. Ich muss mich ein bisschen verschieben, ansonsten sehe ich das durch den Busch nicht, wenn die den Hügel, die Hügelkette rüberkommen. Ne? Okay, ich habe auch schon auf Nahbereich umgeschaltet. Und Vollautomatik, volles Magazin. Warte mal, warum habe ich nur ein Magazin? Ich habe noch 6. Soll ich dir was abgeben? Aber lass uns erstmal die. Ja, ja, lass das erstmal hier. Dann mach lieber Einzelfall, der wäre zu blöd, einer war da sehr genau. Ja, ja. Ghost 2 hier, Ghost 1, komme. Ich hab echt nur ein Ersatzmagazin. Habt ihr eine Position gefunden, zu der ihr vorrücken könntet? Ja, haben wir mit AP7 gekennzeichnet. Ah, sehr schön, dann bitte zu AP7 vorrücken, wir geben Deckung. Ghost 2 verstanden. Die Sau, der steht da einfach, das kann doch nicht wahr sein. Ja, schön im Auge behalten. Ja, ich habe keinen Sichtkontakt, aber sobald jemand die Hügelkette rüberkommt, sollte ich eigentlich... Okay, Gator, ich gehe auf deine linke Seite. Copy. Damit ich, falls da noch irgendwas passiert, gucken kann. Sonst bist du zwischen mir und allem, was ich sehe. Da ist eine Zweierpatrouille. Die so grob in die in Richtung eine Viererpatrouille, die in Richtung unserer Leute unterwegs sein könnte. Da an so einer Wellblechbaracke. Ich gucke halt auch ein bisschen. Ich sehe zwar unsere nicht, aber ich sehe da diese Viererpatrouille, gib die mal durch. So, Ghost 1-1 an alle. Kurzer Stopp, Viererpatrouille bewegt sich wahrscheinlich auf eure Position zu. Von wo? Moment. Wellblech. Wellblechhütte von mir aus Richtung Süd-Südwest, also die... Habt ihr die Wellblechhütten noch im Blick? Seht ihr die? Ich sehe so viele Wellblechhütten, welche meinst du? Okay, warte mal kurz. Welche Entfernung von uns? Dazu müsste ich ein Entfernungsmesser wieder... AP6 habe ich markiert, da sind Wellblechhütten. Moment. Auf jeden Fall laufen sie gerade. Die laufen, ja. Ja, und gehen in Deckung. Die laufen und gehen in Deckung. Jetzt ist es schwierig. Ja, sie kommen auf sie zu, ich sehe unseren... Okay, Ghost 3, könnt ihr den Offizier ausschalten von dort? Schalten aus. Ja, können wir von unserer Position aus. Ja, dann Feuer frei auf den Offizier. Copy. Gut, geht dort. Du machst genau, wir kümmern uns dann um den Typen bitte hier. Bitte sofort melden, wenn ausgeschaltet. Ja. Wie schaut's aus? Du hochgeschossen. Mann, ich sehe die Schüsse nicht ein. Sehe keinen Einschlag dazu. Ghost 2 ist in Feindkontakt, sind zurück zum AP2 ausgewichen und versuchen jetzt Feind zu bekämpfen. Ist dir sicher, dass die Entfernung zu dem Offizier stimmt? Richtung warte. Nordosten. Ja, verstanden. Ich kann das Feuergefecht von hier sehen, kann den Feind aber leider nicht einsehen, weil er genau hinter den Sträuchern ist. 664 Meter. Ah, das ist weit drüber. Warte mal, ich mach mal kurz so einen Abgleich. Ich hab's gemerkt. Warte. Ah, jetzt habe ich den letzten Schuss nicht gesehen, wo der hingegangen ist. Auch nicht. Nichts machen? Ich lade nur. Ghost 2 bekommt Besuch vom bewaffneten Ilfrid aus Norden. Die haben eine Abwehr.
Okay, Abweichung. Ach scheiße, war falsch rum. Ja, Ghost 1-1, bestätige Abschuss. Ja, Ghost 2 meldet Abschuss, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich sehe keinen Einschlag. Ich auch nicht. Ich habe gerade R12 und D108, Ghost 3, wenn ich wie ist hier. Der Status? Haben noch nicht getroffen. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ja, ich sehe auch keine Einschläge. Also bist du sicher, dass die Entfernung stimmt? Also ja, eben hat definitiv. Ich da weit drüber geschossen. Boah, ey, was ist das? Der Ifrit, der Bewaffnete, schießt auf uns. Zurückziehen, 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 zurückziehen. Rückzug. Der andere Motor ist aus, ich gehe davon aus, die sind abgesessen. Copy. Warum? Hier Richtung Osten runterrennen. Schnell. Richtung Osten. Seid ihr runter? Bin da. Okay, Nahbereich nach hinten, ich nach vorne. Ich nach Nahbereich, okay. Warum hat sich den Bastard nicht erwischt? Völlig unklar, oder? Ja. Die Entfernung, die hat genau gestimmt. Dann hat der Höhenunterschied nicht gepasst. Ghost 2, hier Ghost 1-1. Hier, Ghost 3 im Gefecht. Wo willst du hin? Mir folgen schnell. Ghost 2, ja. Okay, Max, du bleibst hier hinter der Mauer, sicherst nach hinten, wir rennen weiter, dann sichern wir, dann rennst du hinterher. Ja, perfekt. Okay, weiterkommen mit mir. Okay, Stellung beziehen. Kannst kommen, kannst kommen. Ghost 2, hier Ghost 1-1, könnt ihr wieder vorrücken. Ghost 2, hier, okay. wir hinterher. Haben noch ein feindliches Schiff in dem Schiffgebiet, wo wir hinrücken wollen, also AP7, aber da wir 5 sind und er nur einer ist. Einen feindlichen Schützen habe ich dort gerade ausgeschaltet. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der das war und dann Copy.
So, ich komme langsam zu dir. Hast du Pistole? Hier kannst du Pistole. Alter? Ja, habe ich. Okay. So, ich versuche ihn mal runterzuziehen. Ghost 2 steht wieder unter Beschuss von dem Schützen. Ich, hier ist noch Rauch. Warte mal, ich versuche hinterzuziehen hier. Wie geht denn das? Scheiße. Ich höre, glaube ich, irgendwas hier. Stimmt. Wie kann ich ihn ziehen? Fuck. Was AGM gemeldet. Ghost 1-1, wie ist euer Status? Wir sehen Smoke auf dem Hügel. Okay, ich mach das. Wie kann man jetzt punkten? Wir können es ja gar nicht, ne? Gar nicht. Warte, ich behandle ihn. Ghost 3, hier Ghost 1-1, wie ist euer Status? Kommen. Ich ziehe erst mal runter. Ich behandle ihn gerade. Entschuldigung. Ghost 3, hier Ghost 1, könnt ihr mich hören? Kommen. Warte, ich behandle. Okay, ich sicher. Sicher mal, ja. Erst verbinden. Ja, ich weiß. Ghost 3, hier Ghost 1-1, kommen. Ghost 2, hier Ghost 1-1, wir rücken vor zu den Wellblechhütten im Nordosten. Ghost 2, verstanden, haben in 30 Sekunden AP-7 erreicht. Ja, verstanden. Okay, ich bin wieder fit. So, okay, Bluttransfusion. Ghost 1-1, könnt ihr mich hören? Komm mal, ich mach mal Diagnose, ich glaube, er ist schon tot. Scheiße, das wäre natürlich kacke. Wer ist nur bewusstlos? So, ist unverletzt, also ist alles ver. Warte, blutet nicht mehr, okay, soweit ist okay, warte. Dann gib ihm Epinephrin. Ey, das gibt's nicht, kann ich nicht. Ich kenn nur Morphium. Hast du hab kein EP dabei? Ja, dann habe ich kein EP-Pen dabei. Warte mal. Dann kommt da irgendwann zu sich. Ich hab tatsächlich kein EP-Pen bei Fucking. Aber dafür kann ich ja nicht fallen. Nee. Und Samen ohne EP. Ich guck nochmal nach Schmerzen, sonst. Hat starke Schmerzen, ich schmeiß mir noch Morphium rein. Guck da mal in das Loadout von ihm, vielleicht hat er was drin. Guck mal rein, ich mach Morphium rein. Ghost 2, hier Ghost 1-1, kommen. Ghost 2, ja. Hier Ghost 1-1, wir rücken jetzt beide zusammen vor Richtung Base. Ich schätze, wir haben das Sniper-Team verloren. Da war eben Smoke auf dem Hügel und die melden sich nicht mehr. Oh, warum komme ich hier nicht an seinen Inventar? Ghost 2, verstanden, rücken vor zur Base. Haben auch den Rauch gesehen und haben auch noch nichts von Ghost 3 wieder gehört. Ja, verstanden, dann jetzt Ausführung Ende. Sein Ding war Epi drin. Warte, warte, warte. Yippie! Horst, bin wieder da.
Ghost 3 an alle. Ja, hier ist Ghost 1-1, komme. Ich war gerade ein bisschen angeschossen. Wir hatten hier Kontakt mit dem Ifrit. Gegner soweit ausgeschalten, haben unsere Position weiter nach Westen verschoben auf den nächsten Hügel. Konnten den General leider nicht ausschalten. Wurden recht schnell überrascht. Ja, verstanden. Habt ihr jetzt wieder Sicht auf die Base? Ich bin gerade fertig verbunden, muss erstmal Situationen hier aufnehmen, was hier ist. Okay, wir greifen die Base jetzt an. Ihr, sobald ihr könnt, unterstützen. Am besten MG-Nester ausschalten. Wir sollen noch einen Moment warten. Copy. Habt ihr noch 2 Minuten Zeit? Achso. Ich gebe mir nochmal Morphium. Oder wie sieht's aus? Wie viel habt ihr mir schon gegeben? Ich sehe immer noch total verschwommen. Ich glaube zweimal. Warte mal, ich check mal. Okay, ansonsten... Ja, das, so kann ich noch nichts machen. Und ich habe wahrscheinlich kaum mehr Munition. Morphium habe ich jetzt auf immer 10. Was gibt denn hier nicht? Wohin hatte ich... Ja, warte, ich gebe dir was. Ghost 2, könnt ihr den ausschalten? Wir haben da unsere Probleme mit, aber wir sind dabei, ja? Copy. Ich schnapp mir mal ein Gewehr von irgendjemand anders und pack mal hier meine Sniper-Equipment-Sachen vom Gewehr ab. Das Morphium, Kalle. Ja, ja. Der schraubt hier bloß ein bisschen was an seiner Waffe rum. Das ja, viel besser. Wie viel Munition für das Standardgewehr hast denn du? Das jetzt sieht es langsam, wo die Nase feuert hat, nicht mehr ganz so gut aus. Warte mal, wir brauchen Unterstützung. Der Kollege schießt leider mit Granaten und okay, nee, bleib. Ja, ich nehme. Nee, ich nehme hier vom Gegner was. Hier muss doch irgendwo einer hier liegen haben. Irgendwer hat mich doch hier down geschossen. Ah, hier, umso besser. Hinten liegt Wunder immer, wo ich immer Lust habe. Muss ich mal gucken. Go 2 markiert eigene Stellung mit rotem Rauch. Der, wo ist denn seine Waffe hingerutscht? Scheiße. Unten liegt auch noch einer, sagst du, ja? Wo das MG ist. Wir sind jetzt auf eurer Seite hier mit, aber wir können keinen Feind ausmachen. Zwei hier 1-1, wir rücken vor zu der Mauer, wo der grüne Smoke ist. Ghost 2 hier, grüner Rauch markiert momentan feindliche Stellung. Ja, warte, ich geh. Groß 1-1 ist an der Mauer. Verstanden, wir haben euch visuell.
Ah, super, danke. Ein Segen. So, ich habe mich jetzt auch aufmunitioniert hier, andere Waffe genommen und so. Schauen. So, wie schaut's aus da vorne? Könnt ihr, Gato, kannst du ein MG-Nest irgendwie ausmachen, beziehungsweise bekämpfen? Was ich sehe, bekämpfe ich. Ghost 3, okay. Ghost 1, wie ist euer Status? Kommen? Wir greifen aktiv ins Feuergefecht ein, soweit möglich die größeren MG-Nester und ähnliches, was wir sehen, wird bekämpft. Ja, es muss ca. 230 sein. Waffe klemmt. Was mache ich? Keine Ahnung. Ich guck mal kurz mit Vector nochmal nach Entfernung. Nö. Die Anzeige. Achso, warte mal, was du machen kannst, ist, mach mal Eigenmenü. Und klick mal auf Repack Magazines, vielleicht hilft das. So viel habe ich doch ja nicht geschossen, wo ist denn die ganze Munition geblieben? Ja, es scheint buggy zu sein, weil ich habe den Epi-Pen zum Beispiel ihm reingefeuert und habe ihn trotzdem. Wie geht das? Ich habe keine Munition mehr. Wie geht das? Keine Ahnung. 800 Meter von hier bis zum Ziel. Eben hatte ich noch Munition und jetzt nix. Liegt die vielleicht irgendwo? Warte mal, ist die komplette Basis leer? Die wird gerade übelst beschossen. Das ist eine Artillerie oder was? Weiß nicht. Was ist das? Nee, werden beschossen. Rückzug, zurück, zurück. Nee, das war ich. Sorry, ich hab geschossen. Oh. Ja, ja, genau. Vorher sagen. Ja. Hatte eben nachgeladen und danach ist der Streifen, als ich irgendwie die Ladehemmung hatte, hat er sich aufgelöst. Anastasius? Ja? Hab keine Munition mehr. Ja, ja, ich geb mal kurz durch. Aber ich versteh's nicht, also es muss... Ghost 3, Sniper hat keine Munition mehr, beim Reload verschwand es oder gab irgendwie eine Ladehemmung und dann war die Munition weg. Wir würden sonst weiter vorrücken. Oh, das hört sich ruhig an. Verstehe ich nicht. Bin ich. Wohin schießt du? Rechts vom Lager. Auf die Entfernung triffst du doch nichts. Das sind 800 Meter, wir müssen weiter vor. Lass mal erstmal wieder auf. Kleine. Lass mal auf die alte Sniper-Position zurückgehen, wovon wir uns zurückgezogen haben da drüben. Da sind wir auf jeden Fall schon mal 200 Meter ran. Christian, wenn wir denn da sind, da liegt ja bestimmt noch die alte Leiche, dann gucken wir mal, ob wir dich ja da eine Waffe besorgen können. Das sieht übel aus da drüben. eine Panzerabwehrwaffe, ich glaube nur eine Rakete war in dem Auto. Wo ist ein Gator? Was hier unten in dem Auto? Ich hole gerade eine Waffe. Okay, alles klar, du holst dir eine Waffe. Guck mal in dem Auto, falls du da bist, ob da eine Panzerabwehrrakete war oder nur die Rakete, also mit Werfer oder ohne Werfer. Zwei flankiert ihr gerade rechts oder? Auf der rechten Seite, ja. Ja, verstanden. Kann man noch einen Status, ob alle noch okay sind, da? Das würde mich interessieren. Hm.
Ghost 3 ist an Sniper-Position 1. Unser Sniper besorgt sich ein anderes Gewehr, damit er weiterkämpfen kann. Wie ist eure Position und Status? Ich bin okay. Bitte wiederholen. Ghost 3 ist an Sniper-Position 1. Unser Sniper hat die Munition verlustig geworden, ein Bug oder so. Besorgt sich eine neue Waffe, damit wir wieder ins Geschehen eingreifen können. Können vorrücken. Wo sollen wir hin? Wie ist euer Status? Wir rücken gerade vor auf die Base. Gleiches könnt ihr auch tun. Copy 3 verstanden. Leute, wir warten auf dich. Wir sind ein bisschen unterhalb von der Sniper-Position 1. 2 hier 1-1. Wir rücken dann über die linke Flanke vor. Komme. Bist du noch da? Copy. Copy. Wir halten unseren Weg so erstmal weiter bei. Ja, warten wir auf ihn schnell. Ja, ja. Ja. Wir sind jetzt ungefähr 600 Meter entfernt von der Base, von unserer Position aus. Ah, ich sehe unser Team. Das kommt die Straße aus dem Südwesten jetzt zur Basis ran. Sehe ich, ja. Also wenn es hoffentlich unser Team ist. Die hinter der Mauer jetzt in Deckung gehen, ne? Oder? Ja, das sind sie definitiv. Team 3 hat euch jetzt im Blick. Bin hinter euch. Wir rücken von der anderen Seite vor. Okay. Copy. Ab jetzt nur noch Funken. Sicherheitshalber. Copy. Ich bleib hier in Sniper-Position, weil ich hab ja mal noch das Visier. Nee, komm mal mit hier runter. Wir kommen runter ran auf 200 Meter, alle zusammen. Copy, sehe. Ghost 1-1, wir werden auch beschossen, sind auch verletzt. Ja, Ghost 2 verstanden. Ja, beide Fahrzeuge rücken ab. Nee, die fahren weg. Nochmal? Granaten an Granaten. Nee, noch nicht. Über uns rüber. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die absetzen. Guck mal, die sind da stehen geblieben da drüben. Wir rücken weiter zu der kleinen Kapelle hier vorne. Da haben wir ein bisschen bessere Deckung. Copy. Werde beschossen. Ja, ich auch. Ich dachte erst, das ist mein Sniper, aber... Gator, siehst du die Fahrzeuge? Das sind unsere eigenen, die auf uns schießen. Schießt ihr gerade an zwei Personen an einer Kapelle. Wir befinden uns gerade an einer kleinen weißen Kapelle. Nicht auf uns schießen.
Ja, das waren unsere. Die haben auf uns geschossen. Pass auf. Ich sag meiner Gruppe Bescheid. Anastasio? Ja, copy. 1-1 verstanden, ich sag auch. Von unserer Position aus an der Weißen Kapelle 200 Meter Richtung Westen ungefähr. Wurden gerade vom eigenen Team beschossen, hat aber Feuer eingestellt. Fahrzeuge bewegen sich jetzt Richtung Sniper-Position 2. Fahren den Hügel hoch. Okay, ich kann euch an der kleinen Kapelle. Okay, das Fahrzeug kommt wahrscheinlich in deine Richtung. Ja, wenn überhaupt nur die Räder oder sowas, aber vorher. Ja, hab ich versucht. Ja. Die Granate hat es erst gemacht, ne? Es kann sein, dass das Fahrzeug jetzt zu deiner Position kommt. Hier, da ist so ein abgebrochener Ghost Gebäude. Wo an Ghost 3 seid ihr an einem Gebäudekomplex blauer Plane? Nein, wir sind immer noch an einer weißen Kapelle. Kleine weiße Kapelle, ein Fenster. Ghost 2 verstanden. Gator, wo bist denn du? Guckst du gerade in meine Richtung? Positiv. Copy. Kann sein, dass du gerade umfahren wirst von einem Fahrzeug. Komm mal zu uns. Wenn es hinter dir dran ist, ist es ziemlich eng, dann bist du alleine da. Okay. Das ist so ungefähr in deine Richtung, in deinen Rücken abgehauen. Auf was schießen die MG-Schützen? Ist das das Gebäude hier vor uns, das abgewichste, oder? Ist noch nicht ganz klar. Ghost 3 an Ghost 1, 2. Auf was schießt neuer MG-Schütze? Ghost 2 hier, der MG-Schütze schießt auf die Person an, in dem Gebäude bei der blauen Plane. Blaue Plane nicht zu sehen, das Gebäude mit der blauen Plane, hat das sehen, zufällig ein Dach, was abgedeckt ist, zerstört? Ich sehe nur unsere Jungs. Bitte wiederholen. Warte. Ist die blaue Plane bei einem Gebäude, dessen Dach abgedeckt ist? Wir sehen gerade kein Gebäude mit einer blauen Plane. Ach, warte mal, ist das Gebäude am Hügel? Das Gebäude ist so, am Hügel, also er ja. Rast an euch vorbei, drei. Copy, das ist genau in unserem Westen. Wir haben jetzt einen Truck unbewaffnet, der in unsere Richtung, der fährt Richtung eure Richtung. Fahrzeug. Ach, warum hatten der hier. Der hat's aber eilig. Ja, der LKW kommt ist jetzt direkt aufs Feuerteam zu, unten. Okay. Team 1, 2, wir kümmern uns um das Team, die Person bei dem blauen Tarp. So, wir rücken dahin vor. Die haben da jetzt Besseres zu tun. Zur Kapelle auf. Aufpassen, Ifrit. Copy. Hubschrauber. Hubschrauber. Wo kommt denn das Schäftig her? Das gibt's doch nicht. Der ist unbewaffnet? Ich hab keinen Schimmer, wie ein bewaffneter aussieht. Gator, lebst du noch? Bin noch da. Copy, wir sind von der Kapelle jetzt ein Stückchen weiter Richtung Westen. Schießt du gerade?
negativ. Wohin wolltest du? Geht er zu uns weiter rüber Richtung Westen, schleunigst. Hopp, hopp. Wir sehen sie, wir haben die meiste Infanterie, die abgesetzt wurde, ausgeschaltet. Wir dürfen einen Schuss. Abgesessene Copy. Aus welcher Richtung ist sie? Ja, ja, das hat der Hubschrauber. Genau. Bitte, ist in Ordnung. Also, so, die zwei brauche ich nochmal. Was war da? Abgesetzte Infanterie, wo sind die? Die sind Richtung Süden, da ist der Hubschrauber abgesetzt. Genau da, wo die Straßen sich kreuzen, wo ich hingucke. Ungefähr in diese Richtung ist Infanterie abgesetzt worden und die haben unser Team ins Kreuzfeuer genommen, wahrscheinlich, mit den anderen. Wir werden uns jetzt mal hochbewegen zu diesem Haus mit dem abgedeckten Dach Richtung Süd-Südwest und versuchen von da aus Unterstützung zu geben. Ja, Gator, komm mal erstmal zu uns und von da aus, von unserer Position aus, gehen wir weiter vor Richtung Haus mit dem abgedeckten Dach. Ja, verstanden. Zieht euch zurück. Einfach rennen. Auf die Entfernung treffen die nicht. Hoffe ich. Ist klar, okay. Ich renne. Okay, wenn du hier bist. Ich geh vor. Genau, renn weiter. Ach so, sorry. Wir kommen gleich nach. Geiter braucht erstmal ein bisschen Luft. Wurde an der Kapelle halt auch beschossen, Alter. Ja, ja. Jetzt wird unserer beschossen. Okay. Und weiter. Lauf mal ein bisschen versetzt zu mir. Nur so sicherheitshalber. Ups. Schön im Zickzack rennen. Und dann ab ins Haus. Clean, okay. Und runter. Wenn ihr drin seid, runter. Team 3 ist die jetzt in dem Einhaus an Position 217193. Das mit dem zerstörten Dach werden von allen möglichen Seiten beschossen. Ja, das waren wir. Copy, alles klar. Wir sind jetzt alle drei vollständig da. Ich sehe jetzt genau jemanden in der Tür stehen. Nicht auf mich schießen. Ich bin auf der anderen Seite der Basis, unten an der Mauer. Ja. Sag ihm auch, dass ich das an der Tür bin. Copy, das ist unser Sniper, der dich sieht. Also jetzt bloß ohne Snipergewehr. Ja, sehr schön. Solange er nicht schießt, das ist gut. Ich sehe da noch ein Verletzte unten. Sind das unsere? Negativ. Das könnten unsere gewesen sein, die getroffen wurden. Ich sehe nicht, die werden irgendwo von MG behakt, aber ich sehe nicht, wo es herkommt. Wo siehst denn du die? Ich brauche bloß kurz... Warte, das habe ich gehört. Ich muss bloß wissen, wo unser Team ist. Ungefähr, Relation. So, eben hatte ich sie Richtung Süd-Südwest gesehen, hinter einer Mauer. Also die sind im Südwesten vom Camp. Von der Kreuzung aus gesehen. Ja, die sind von uns aus gesehen auf der anderen Seite des Camps. Weil ich sehe Bad Guy jetzt nicht mehr. Ah, das war Raskel, glaube ich. Das ist der Teamlead vom Ghost 3 an 1-2. Da, wo der weiße Rauch ist, seid ihr da.
denke mal. Hey, da ist noch ein Team down von uns, wenn ich das sehe, oder? So, warte mal, ich... Das sind da unten hier, halb links. Feuer einstellen, die ballern auf uns. Schießt einer von euch auf unsere Position hier? Okay, wir verlassen das Haus nach hinten weg. Warte mal, ich guck erstmal nach hinten raus. Ich denke hoch. So. Da gibt's auch Hits. Warte mal. Hey. Warte mal, der schießt ja auf mich. Ja, das ist Friendly Fire, Jungs. Nee, das schlägt hier hinten ein. Du, das schlägt direkt in der Tür ein. Ja, also ich lieg vor der Tür jetzt rechts. Ghost 3 hier, Ghost 1-1, wir sind zwischen den Containern. Copy, von euch schießt zufällig keiner mehr auf das Haus hinten? Es hat eben einer drauf geschossen, aber wir haben es ihm nochmal gesagt. Okay, besten Dank. Nicht, dass wir auf den Falschen schießen. Okay, wir wurden vom eigenen Team beschossen. Unsere Position wurde nochmal bestätigt und durchgegeben. So, wir können ja dann doch halbwegs sicher sein, dass wir nicht beschossen werden. Nee, ich hab den eben erwischt. Das war nicht unser Team. Wirklich jetzt. Oben am... Ja, welche Richtung ist das? Warte. Richtung 330 und am da ist ein blaues Feldlein und so weiter. Da kommen Leute hier. Wo aber jeweils okay. Erwischt gerade. Also kommen die von hinten hoch. So, ich krabbel jetzt ein bisschen weiter vor. Wir gehen einfach dichter ran. Wir haben Richtung Südosten haben wir einen MG-Ton. Achtung mit den Granaten, wir sind in der Base. Ich denke, weiter, ja, meine Jungs sehen eigentlich keine Granaten. Team 3 geht jetzt auf den vorgeschobenen MG-Posten Richtung in Norden von der Basis aus. Ja, verstanden. Ja, da ist noch wer drinne. Anastasia ist noch da? Nee, ist doch. Max noch da? Ja, okay. Ey, was ist das? Komm raus da. Ja, ich bin ja. Aber wer ist das? Keine Ahnung, wo das herkommt. Was ist denn das für ein Scheißding? Das ist wirklich... Achtung, wir sind jetzt mittig in der Base. Ich komme an der Phase nicht dran. Das scheint ein so ein festmontiertes MG zu sein. Keine Ahnung wo hier, aber das kann nicht aus der Basis sein. Warte mal, mach mal rauf vor das Haus. Du musst ihn dann reinziehen, ich weiß nicht, wie es geht. Warte mal, ich mach rauf vor das Haus, ja? Okay. Okay. Ich bin da. Das MG-Nest, da wo ich hin wollte, da ist was drinne. Ich komm reingekrabbelt. Bin drin. Copy. Kann das einer von den bewaffneten Ifrit sein? Nee, das MG-Nest, da wo ich hin wollte. Das ist noch besetzt. Das ist Richtung, was habe ich gesagt, von unserer Position aus Richtung Norden. Hey, ich habe ein Problem hier. Ich erwische den nicht. Der ist wieder, wo ich vorhin den erwischt hatte. Wo ist der? Hinter uns. Warte. Da wo ich rausgucke, da ist so ein am Hügel. 1-1 an alle, wir sind jetzt am Hauptgebäude in der Base. Und da ist definitiv noch einer, oder sollte ich ihn abbestanden? 1-3 wird von einem MG-Nest behakt. Wir haben es noch nicht gefunden. In welche Richtung? Nord ist das? Oder was? Ist das Richtung Nord? Oder? Auf unserer Seite von der Basis, auf der Straße, das MG-Nest scheint noch direkt zu sein.
man so ein scheiß Granatwerfer-Ding? Nee, ne? Sag doch mal, in welche Richtung es ist. Ist das... 330, sag... Achso, du hörst mich wahrscheinlich. 330, sag ich doch. Das ist Hälfte Hügel, blaue Plane neben zwei Häuschen hier. Richtung 330. Max, hast du noch Morphin? Ja. Ich guck mal, ob ich da an dein Gepäck rankomme. Also ich sehe die blaue... Ich sehe eine blaue Plane, ich sehe da kein MG-Nest. Der Penner hat sich nie gelegt. Nee, das ist so nicht... Wir reden aneinander vorbei, glaube ich. Aber das ist schon richtig, wo du guckst. Da hängt so ein Penner. Ich gebe mir jetzt Morphin, falls ich umkippe, nur sicherheitshalber, ne? Also da kam's her, sagst du. Wir werden von beiden Seiten beschossen. So, pass auf. Ja. Kann mich jemand mal decken? Ich klär das da hinten, weil das im Arsch... Warte, ich brauch noch einmal Morphin bei dir aus dem... Komm mal noch kurz zurück zu mir. Die da nur ein Karnickel rumhopsen. Wie gesagt, die zwei Gebäude und dazwischen die blaue Plane, das siehst du, ja, Richtung 330. Ja, die Hälfteberg, ja, alles klar. Da, an der linken Bude. Alles klar. Ghost 3. Ghost 3 wird von zwei Seiten von einem GNS beschossen. Es sind gerade dabei zu clearen. Das war aber nah dran, Jungs. Ist er weg? Max? Max, bist du noch da? Ja, ja. Hast du erwischt? Nö. Ihr seht mich an, wo ich hinlaufe? Ja, du rennst ganz schön. Ghost 1-1 an alle, wir rücken jetzt auf das Nordende der Base vor. Ich werde schon wieder beschossen und ich ziehe mich wieder rein. Negativ. Ist jemand in einer Ruine in der Tür? Copy, ja, in einem einzelnen Haus, guck raus um die Ecke. Max, okay, bist du noch da? LKW ist besetzt. Liegt der da gerade auf freiem Feld rum? Im LKW, das bin nicht ich. Wir liegen. Fahren, das ist alles. So gesehen, hört ihr mich? Positiv, weil wir hier ein bisschen verhakt wurden, dann bin ich immer wieder ausgefallen. Da sind doch Leute. Momentan habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren, wer jetzt gerade wo ist. Und deswegen halte ich meine Position, glaube ich. Copy, ich sehe hier eine einzelne Person am Ausgang rumflitzen von der Basis. Jetzt ist sie weg, ist rein. Ich weiß nicht, wer das ist. Ob der von das uns war ist. Ich. Schießt von unserem Team gerade einer? Positiv. Richtung? 330, ja. Sahne 330. Copy. Richtung LKW. Fahrer erledigt. Papa Bär, hier der ist 1-1. Die Base ist geklärt, kommen. Lenkt mich mal zu der blauen, Plan. Bin ich hier richtig, oder? Nachschub, um die Base zu halten, ist unterwegs. Bin ich hier richtig, oder ist das schon bei mir? Okay, die Base ist clear, wir sammeln uns an der Base. Papa Bär schickt Nachschub zur Verteidigung der Base. Moment, wir haben noch, okay, verstanden, drei hat verstanden, wir haben noch eine einzelne Person draußen, noch die noch Unterstützung braucht. Kommen gerade noch klar. Müsstest jetzt so ein LKW, so einen kaputten Truck sehen, da sind drei Hütten, da zwischen den zweien ist eine blaue Plane. Alternativ gibt's da oben noch eine blaue Plane, weiter in Hügel rauf. Welche willst du?
Hier wacht definitiv jemand, das gibt's ja nicht. Nexus down. Copy, das kam noch, ich hab's aufblitzen sehen, aber woher? Ich hab nur die Einschläge gesehen, aber kein Schützen von dazu. Oben. Das ist von oben, das kommt von oben. Hat da gerade wer von euch in die Base geschossen? Nein, wo ist im, Bekämpfen der MG-Schützen hat unseren ausgeschalten. Ich glaube, den haben wir. Ist ausgeschalten. Wir gucken jetzt, dass wir unser Teammitglied wieder ranziehen. Ah, da oben. Ah, Copy. Den müssen wir jetzt vor Max suchen. Ich sehe ihn ja. Okay, lenk mich mal. Ich versuche hinzukommen. Max liegt bei diesem Hüttenkomplex mit der blauen Plane und davor ist so ein defekter Truck und er liegt direkt vor dem defekten Truck. Okay. Anastasius? Halte oben die Kante im Auge. Ja, ja, ich höre dich. Wir kriegen übrigens Unterstützung vom Lead, vom Papa Bär. Alles klar. Siehst du den zerschossenen Camino da? Ja, Copy. Und genau am linken Hinterrad liegt Max. Sehe Chinook ankommen. Ja, sehen wir auch. Wenn ihr gepatcht habt, bitte zur Base kommen. Copy. Okay, bin bei ihm. Death Gym. Alles klar. Nee, das ist er nicht. Weiter den Berg rauf. Das ist der Truck, nicht der Camino. Ah, Copy, alles klar. Aber dann hole ich mir hier bloß noch schnell Munition. Weiter hoch, ja. Links, 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 links. Noch mehr links. Ja, ja, ja. Jetzt muss. Papa, jetzt wer soll die Borden? Ja, das ist der. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. User left your channel. Ey! Och Mann!